So, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt alles umgestellt. Ich bin bereit, sozusagen jetzt auf den Minecraft-Server zu gehen. Und ich weiß gar nicht, wer eigentlich alles da ist. Wir haben jetzt zwischen den Tagen natürlich, glaube ich, auch auf dem Server weniger Traffic. Aber es kann natürlich sein, dass der eine oder andere heute Abend mal vorbeischaut. Derzeit bin ich, glaube ich, tatsächlich alleine auf dem Server. Aber es gibt mir auch ein bisschen die Zeit, euch erstmal ein bisschen zu erzählen, was denn in der Zwischenzeit passiert ist. Ich habe natürlich nicht so wahnsinnig viel gespielt, aber ein bisschen was Kleines oder man könnte auch fast sagen Großes habe ich doch gemacht. Und ich würde sagen, dazu gehe ich erstmal auf unsere Aussichtsplattform, da sehen wir nämlich das meiste. Was ihr auf jeden Fall hier schon mal seht, ist, alles, was hier provisorisch in der Mitte war, ist jetzt weg. Ich konnte es nicht mehr mit ansehen und es hat mich einfach die ganze Zeit gestört bei meinen Planungen für das Dorf. So dass wir jetzt hier ein bisschen freier bauen können. Und vor allem das dann auch so bauen können, wie es mal werden soll. Wir haben natürlich immer noch keine Shader drin. Optifine funktioniert leider immer noch nicht für die 1.19.3. Das heißt, wir müssen noch weiterhin ohne Shader auskommen. Aber was ihr seht, ich habe einmal da hinten ein bisschen angebaut. Die Plattform ist jetzt ein bisschen breiter geworden, sodass wir da draußen noch ein relativ großes Gebäude stellen können. Ich habe schon mal ein bisschen den etwas steileren Hang angedeutet. Gefällt mir so noch nicht. Den werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen natürlicher gestalten. Der ist mir einfach noch zu sehr, ja, gebaut, sage ich mal. Aber grundsätzlich soll es mal so werden. Alles, was jetzt mit Fackeln ausgeleuchtet ist, also das komplette Areal, das wollen wir später dann auch mal so ungefähr bebauen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir auch nicht viel größer werden können, da wir die Karten, die ich da in der Lage habe, das kann ich dir nochmal zeigen, da die halt noch einen bestimmten Ausschnittgröße zeigen, wäre es halt blöd, wenn wir darüber hinausgehen. Und die Mauer soll ja auch noch ersichtbar sein. Also das ist so ein bisschen der ganze Radius des Dorfes. Das geht dann noch bis hinter bis das Lager noch ein Stück weiter. Und da kann ich das gleich nochmal ablaufen. Dann sehen wir nochmal so ein bisschen, wo was hinkommt. Da habe ich mir nämlich ein paar Gedanken gemacht. Und das Schöne ist, dass wir jetzt hier vorne viel, viel freier sind beim Bauen, auch was das Dorfzentrum angeht, was den Hafen angeht, und dass jetzt nicht mehr so vieles im Weg ist. Das Einzige, was jetzt noch nicht einen Platz gefunden hat, sind die Tiere. Und das ist das, was wir jetzt demnächst dann halt, was ich jetzt auch angehen werde, die einzelnen Ställe, Gehege, Weiden und so weiter zu bauen. Das Erste, was wir heute machen, ist tatsächlich den Ziegenstall bauen. Kann ich euch gleich zeigen, wie der Ganze aussehen soll. Habe ich natürlich wieder vorgebaut auf der Testwelt. Seht ihr dann auch. Die Ziegen sollen natürlich umziehen, die sollen hier nicht bleiben, weil hier soll dann auch eine Blumenfarm hin. Die können wir uns dann auch mal anschauen. Und hier habe ich ein bisschen schon mal so ein bisschen dekoriert, wie es denn hier mal aussehen könnte. Also mit der kleinen Fichte hier vor, die Felswand ein bisschen weitergezogen, hier einen kleinen Zaun noch gemacht. Das ganze Haus jetzt auf jeden Fall schon mal schön eingerahmt hier von der Seite. Immer mal so ein paar Moosblöcke und Moosteppiche verwendet, die ich ja auch ganz nett finde auf den Stein. Das passt, sieht ganz schön aus. Einen kleinen Kürbis draußen gemacht, dann habe ich hier ja, Seegurken mehr oder weniger drauf gesetzt. Sieht dann aus wie die Stiele. Und ja, auch hier drin habe ich jetzt nochmal ein kleines Pflänzchen hingestellt. Hier war ja noch so eine fehlende Ecke. Also sich, das Haus ist wie gesagt komplett fertig. Hier drunter ist immer noch die Moosfarm, die generiert immer noch schön ja, Knochenmehl, nicht Trockenmehl, Knochenmehl. Und die ganze Front an sich finde ich schon richtig schick und schon schön eingebaut. Genau, wir können dann praktisch, wenn wir den Ziegenstall umgesetzt haben, kann ich dann hier die Front hier weiterziehen und hier die Blumenfarm hinbauen. Dann haben wir hier schon mal eigentlich das komplette Haus und das komplette Grundstück fertig. Hinterm Haus habe ich auch schon nochmal eine Hecke gezogen, hier die Mauer weitergemacht. Hier sozusagen so ein ganz kleiner Gang ums, ja, sag ich mal, Haus herum. Hier ist ein bisschen Pott, so ein bisschen Gras, meine Blume. Ich habe hier sogar mir Fahren, nicht Farm, Farren geholt aus den Kiefern oder aus den Fichtenbiomen. Und den habe ich dann hier wieder gepflanzt. Sieht dann auf dem Podsol auch ganz nett aus und passt auch ganz gut. Hier habe ich mal ein bisschen Erde verwendet, die sich nicht sozusagen umformt. Und ja, genau, immer mal ein Stück Wiese. So im Gesamten wird das dann auch so ein bisschen die Vegetation aussehen. Hier. Und ja, schauen wir mal, was wir dann noch so machen. Auf jeden Fall habe ich dann weitergemacht, die Treppe hier runtergezogen. Ich habe die Eisenfarm aufgelöst. Im Moment kommen auch keine Eisengolems, weil wir einfach nicht drei Villager haben. Das ganze Konstrukt werde ich auch verschieben, dass wir hier vorne den Platz dann auch für die Hafenanlage
Anlagen und so weiter frei haben für ein paar Häuser und so weiter. Das heißt, das kommt auf jeden Fall auch noch weg. Das wird umgesetzt. Ich werde die noch nicht freilassen, die Villager, weil wir noch nicht so von der Infrastruktur aufgestellt sind, dass wir die hier frei rumlaufen lassen können. Und deswegen müssen die noch mal ein bisschen. Also im Moment stören sie da nicht, aber die werden auf jeden Fall auch noch mal wegkommen. Wir arbeiten im Moment nicht da. Dann habe ich jetzt hier, wie ich angedacht habe, wollte ich hier hinter dem Handelsposten so ein kleines Feld machen. Ich finde, das sieht noch sehr, sehr eintönig aus. Da können wir vielleicht heute auch noch mal rangehen und so ein paar kleine Deko-Elemente reinstellen, wie zum Beispiel ein paar Heuballen, die wo schon das Stroh abgemäht ist oder Weizen abgemäht ist oder abgeerntet ist oder zum Beispiel ein paar hier sag ich schon Strohpuppen und so weiter können wir ja auch Stroh oder hier Heupuppen, wie auch immer man die nennt, Vogelscheuchen. So, Vogelscheuchen, Mensch, Gott, Wortfindungsstörung. Vogelscheuchen können wir hier noch mal reinstellen, dass das hier ein bisschen belebt da aussieht. Sieht dann doch sehr, sehr eintönig aus hier mit den Stufen und von hier unten ist das wie so eine gelbe Wand. Sieht denn, ja, genau. Also es sieht einfach irgendwie zu steril aus, das Ganze. Das wollen wir noch mal ein bisschen belebter machen. Hier auf diesem Platz kommt dann unser Ziegenstall hin und bis hierhin ungefähr, viel, viel weiter, geht unser Dorf dann auch nicht. Das heißt, hier wird auf jeden Fall auch schon unsere Palisadenmauer stehen, hier oben ungefähr auf dieser Höhe. Ich zeige das dann auch noch gleich auf der Karte. Merkt euch auf jeden Fall mal diesen Baum da, der da steht. Der steht da nicht ohne Grund. Den habe ich nicht gepflanzt, aber der stand da schon. Aber der ist eine sehr, sehr gute Wegmarkierung, um zu zeigen, was unsere Kartenausschnitt angeht. Das Ganze wird dann hier hinten rumgezogen. Wir werden also dann hier hinten noch weitere landwirtschaftliche Anlagen bauen, wie unsere Pferdeställe und unsere Tierställe und Weiden und so weiter. Ein paar kleinere Feldgebäude, sodass wir das ganze landwirtschaftliche Thema des Dorfes alles so ein bisschen auf dieser Seite haben. So, hier auf dem mittleren Plateau, direkt beim Dorfplatz, habe ich mir überlegt, hier soll dann später mal die gute Stabkirche sein. Tut so ein bisschen das Dorfzentrum ziert und man vom Hafen aus dann auch sehr gut dann durchs Dorf laufen kann und die sieht. Hier vorne vor dem Platz habe ich gedacht, machen wir die unsere Dorftaverne bzw. die Meat Hall hin, die hier dann praktisch Einzug findet ins Dorf. Da werden dann auch Wege runtergezogen. Hier in der Mitte ja sowieso kleinere Gebäude, kleiner Platz. Das ganze Monument war schon, das ganze Netertor hier, das muss auf jeden Fall noch umgestellt werden. Da möchte ich irgendwann was Schönes draus bauen. Ich habe noch ein bisschen Angst davor, das umzustellen. Das hat ja auf dem Server bisher nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Habt ihr ja vielleicht in einem der vorherigen Streams auch schon mal gesehen oder Videos. Und ja, deswegen müssen wir mal schauen. Hier oben dann, wie gesagt, die Langhalle, sozusagen der Hauptsitz des Jarls, des Dorfes. Da soll hier ein Weg hochführen und an dem Weg entlang sollen halt hier noch so, ja, Plantagen oder sowas sein. Von den Honigbeeren nenne ich sie jetzt mal. Die heißen ja Glowberries im Spiel. Aber ich nenne sie jetzt mal Honigbeeren, weil wir daraus eben halt noch schöne Sachen machen können. So, das Lager hier ja auch noch relativ alleinstehend. Da hinten, wie gesagt, schon ein bisschen belebter, zumindest was das Ganze angeht mit Deko und so weiter. Und so wird es dann mal im Dorf irgendwann hoffentlich aussehen, wenn alles fertig ist. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit sein. Die Dekoarbeit habe ich jetzt mal offscreen gemacht. Grundsätzlich ja auch, was wir im Stream machen können. Habe ich auch schon teilweise. Aber ich wollte einfach mal so ein bisschen weitermachen. Und was ich halt eben gemacht habe, ist hier in der Mitte eigentlich alles wegzumachen, dass hier wir eine glatte Fläche haben. So, ihr seht es jetzt nochmal hier von oben. Und genau, ich habe euch deswegen gesagt, diesen Baum hier euch merken, weil der wirklich genau sozusagen die Kante der Karte darstellt. Passt sehr, sehr gut, dass das ausgerechnet der Baum da ist. Und dann sehen wir auch, hier können die Mauer entlang gehen. Hier haben wir diese Stufe, die habt ihr ja auch gesehen. Und da entlang können wir die Mauer dann ziehen und dann können wir sie halt hier an dem Baum vielleicht dann irgendwie so um die Ecke noch ein bisschen hochziehen. Das soll natürlich auch ein bisschen homogener aussehen, das soll jetzt nicht so quadratisch sein, aber so in dem Maße wird dann irgendwie die Dorfmauer entlang verlaufen. So könnte man sich das Ganze dann denken. Hier, wie gesagt, die Provisionsstelle, das Netertor, hier noch die Einfahrt und hier ist dann eben schon das Ausdekorierte. Sieht man dann jetzt auch schon ganz schön auf der Karte, welches Stück wir sozusagen schon ausdekoriert haben von ganz vielen. Und hier dann, wie gesagt, der Ziegenstall. Also der Ziegenstall heute das allererste, was wir bauen. Wenn jetzt die anderen noch auf dem Server gewesen wären, tatsächlich, also ich sag jetzt mal, vor allem Ikarius und ja, Kuji und oder auch der gute Knormann bzw. Mike. Wenn die auf dem Server gewesen wären, dann hätten wir auch nochmal eine Expedition in Richtung Ancient City machen können. Da hatte mich nämlich auch nochmal einer vom Server angesprochen vorher, wenn wir das denn machen. Ich würde das schon ganz gerne im Stream machen, damit irgendwie wie ihr auch damit dabei seid, damit das auch mit auf festgehalten wird, wenn wir das erste Mal in so einer Ancient City durch die Gegend laufen. Auf jeden Fall,
wollten wir das dann zusammen machen. Das möchte ich auch nicht alleine machen. Genau. Aber die scheinen jetzt erstmal nicht da zu sein. Deswegen glaube ich, machen wir das dann beim nächsten Mal. So. Gut. Dann entführe ich euch noch einmal in die Testwelt und hoffe, dass es dann bis dahin hier aufhört, so zu regnen. Ich tippe mal, ohne jetzt das Wetter zu kennen. Es wird auch auf der Testwelt regnen, so wie immer eigentlich. Aber wir können ja mal Glück haben. Und ja, natürlich nicht. Natürlich regnet es auch hier. Ach, sehr schön. So, also auch Testwelt hier und das wird unser Ziegenstall. So, der Ziegenstall hat ein paar Besonderheiten. Also erstmal die erste wichtige Besonderheit: Wir müssen den Ziegenstall so bauen, dass unsere Ziegen nicht abhauen können. Das heißt, wir müssen leider alles irgendwie überdachen. Ich wollte dir aber trotzdem irgendwie so einen kleinen freien Bereich lassen. Ich nehme mal die Kette hier aus der Hand, dass die halt, ich sag mal, so ein bisschen an der frischen Luft auch sein können. Wir müssen das halt aber überdachen. Wie habe ich das mit Lagerfeuern gelöst? Weil ich die mit den Bretterverschlägen einfach ein bisschen rustikaler und schöner finde. Sieht hier einfach netter aus, dass hier so Querbalken drauf sind und dass hier so ein bisschen offen auch ist. Sieht nicht ganz so wuchtig aus, als wenn wir jetzt Halbstacks nehmen, und hat auch ein bisschen mehr Tiefe, finde ich, durch die Textur einfach, die das Lagerfeuer einfach bietet. Und sieht eigentlich auch so ganz nett aus. Na, kann man schon ganz gut machen. Da habe ich mich entschieden, hier so ein bisschen das Ganze ein bisschen noch mit Steinelementen zu machen, zumindest hier vorne dran. Damit das alles nicht so eintönig ist, und es passt auch besser mit den Zaunelementen. Die sind hier halt mal so ein bisschen, ja, wie so geschwungen durch das mittlere Zaunelement und die Zauntore, die man hier hat. Sieht, finde ich, auch nochmal ganz nett aus. Wir haben hier ein paar Lampen draußen gemacht. Wie gesagt, das Übliche, was wir durch das Dorf durchzieht. Holzverzierungen werden blau gemacht und alles, was. Hier habe ich mal habe ich mal Natur gelassen. Aber genau, die Fenster habe ich mal Natur gelassen, aber alles hier oben im Obergeschoss habe ich dann wieder blau gemacht und da oben dann auch wieder unsere Seelenlaterne versteckt. Und bei den Toröffnungen hier dann in dem Fall im Stall haben wir dann hier wieder die roten Pfosten, sodass sich das so ein bisschen durch das Dorf durchzieht und dass so ein bisschen das Gebäude auch zu allen anderen passt. So, hier haben wir natürlich einen kleinen Wassertrog, hier haben wir ein bisschen Heu und so weiter, alles relativ Standard. So, jetzt kommen wir zu dem, was die Ziegen eigentlich ausmacht und wofür wir sie eigentlich geholt haben. Und zwar wollen wir natürlich langfristig auch die Hörner der Ziegen haben. So. Und ich musste ein bisschen überlegen, wie wir das Ganze machen. Es gibt verschiedene Designs, oder so viele gab es gar nicht im Internet. Ich musste ein bisschen suchen. Und ich habe mich jetzt entschieden, so eine Mischung aus zwei Sachen. Es gibt eine Sache, die schon mal sehr, sehr gut funktioniert, ist, dass die hier auch gegen diese Rüstungsständer laufen. Sie sollen aber nicht gegen die Rüstungsständer laufen, sondern die sollen gegen einen festen Block laufen. Das heißt, wenn wir jetzt hier anlaufen, nehmen die Ziegen, weil sie sich jetzt auf einen der Rüstungsständer fokussiert haben, dann rennen sie hier drauf, zack, dann fetten sie hier auf die Druckplatte und dann fährt sich durch einen Kolben, der hier drunter ist, ein Holzblock aus. Und gegen diesen Holzblock rennen sie dann und in dem Moment verlieren sie dann ihr Horn. Soweit, so gut. Jetzt ist die Frage, wie wird das Horn abtransportiert? Wir könnten natürlich jetzt die ganze Zeit hier hinten stehen und einfach die einsammeln. Ist natürlich aber irgendwie nicht so sinnvoll. Sondern wir wollen die, dass die vielleicht eingesammelt werden. Ich habe unter den Rüstungsständern, und das ist jetzt das große, große Fragezeichen, weil ich nicht genau weiß, wohin die Hörner fallen und ob wir die eine Möglichkeit haben, die dadurch einzusammeln. Also ist das Möglichkeit Nummer 1. Unter den Teppichen, unter den Rüstungsständern sind Trichter. Und diese Trichter sollen die Hörner letztendlich einsammeln, die hier fallen gelassen werden. Wir können hier nicht mit Wasser arbeiten, und weil es funktioniert halt mit dem ganzen Aufbau nicht, und deswegen wäre das jetzt erstmal Option Nummer 1. Sollte das nicht funktionieren, das werden wir heute ausprobieren, falls wir die Farm komplett zu Ende bauen, dann können wir die Trichter auch unter diese Druckplatten hier legen. Das heißt, wir können das hier machen. Wir müssen aber dann über eine Redstone-Schaltung, weil wir müssen dann hier vorne hin Redstone legen, also vor die Druckplatten, anders geht's nicht, dann eben die auch bedienen, dass die hier hochfahren. Aber wenn die dann ihr Hörn verlieren, wird das halt hier drunter eingesaugt, also unter den Trichtern, die dann unter den Druckplatten sind, und nicht da hinten. Das könnte durchaus besser funktionieren. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Berti, mit dem ich das so ein bisschen zusammen getüftelt habe, oder der mir da ein paar Ideen gegeben hat. Also, wenn alles gut läuft, können wir es aber so lassen. Dann wird das hier über die Trichter hier in die Kiste einsortiert. Und wir können dann hier draußen an die Kiste gehen und die Hörner einsammeln, sortieren oder wie auch immer. Ich habe rausgefunden, es gibt 8 verschiedene. Wir können das hier auch nochmal im Kreativmenü sehen. Es gibt 8 verschiedene Boxhörner mit 8 verschiedenen Sounds. Also wir können da eine ganze Menge von sammeln. Wäre natürlich witzig, wenn wir dann so eine kleine Sammlung anhäufen.
So, zum ganzen Aufbau. Ja, also das ist so ein bisschen der Stall an sich. Wie gesagt, wieder ein bisschen im Wikinger-Design. Ich habe mir natürlich mal wieder, wie immer, schwer getan mit dem Dachbau. Wir werden wieder ein Strohdach haben. Wir werden hoffen, dass die Blitzableiter das wieder halten. Mir wurde schon mal gesagt, dass das überhaupt nicht so, wie ich das hier mache, funktioniert. Dass die Blitzableiter hier nicht so funktionieren würden. Wahrscheinlich ist das auch so. Ich fühle mich damit trotzdem sicherer. Wir können hier, theoretisch müsste ich hier Stein verbauen und so weiter. Das funktioniert aber alles sehr, sehr schwierig. Vielleicht hätte man das auch so anders lösen können. Man hätte ja auch, aber das wäre halt ein bisschen fortschrittlicher gewesen. Normalerweise haben die ja mal offenes Feuer gehabt, hatten im Abzug so richtige Schornsteine, hatten die ja noch nicht gehabt. Wenn ich jetzt, sage ich mal, in der Epoche ein bisschen weiter vorangeschritten wäre, Richtung Mittelalter, hätte man überall schöne Schornsteine machen können. Darauf einfach den Blitzableiter setzen und gut wäre gewesen. Geht in dem Fall hier nicht. Wir arbeiten hier sehr viel mit Holz und Stroh, gerade bei den Dächern. Das verträgt sich mit den ganzen Blitzmechaniken und so weiter überhaupt nicht. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Toi, toi, toi. Hoffen wir, dass es das so bleibt. Auf jeden Fall finde ich, wenn man jetzt mal so den Ziegenstall betrachtet, und wir haben ja so ein bisschen Teile von unserem Lager und unser Wohnhaus, fügt sich das doch ganz gut ein. Es wirkt auf jeden Fall sehr harmonisch zum restlichen Stil des Dorfes und passt auf jeden Fall. Also das soll der Ziegenstall sein. Die werden wir dann nach und nach vermehren, und wenn dann die Hörner abgestoßen haben, dann werden wir neue produzieren, sodass dann mehr Hörner kommen und so weiter. Also das wird sicherlich ganz gut funktionieren. Mal gucken. Wie gesagt, das Einsammelsystem ist so ein bisschen das große Fragezeichen. Im Zweifel müsste man das umstellen. So ist die Schaltung sehr, sehr einfach, weil wir alles unterirdisch legen können. Also ich kann das hier nochmal gerne zeigen. Hier drunter ist also eine Blockreihe. Wir können das hier mal aufbrechen hier. So, ihr seht jetzt, da unten ist das Redstone gelegt und wir aktivieren das hier. Und dann geht sozusagen auch nur das hier hoch. Ja, funktioniert also wie gesagt ganz gut. Wenn wir es jetzt auf die andere Seite, also gemäß dem Fall, wir müssen die Trichter hier vorne dran bauen, dann können wir darunter das Redstone nicht legen, weil der dann nicht angesteuert wird durch die Druckplatte. Das heißt, wir müssen den Redstone hier lang legen, dann über eine Leitung unter die Kolben. Das heißt, wir müssen das Ganze ein bisschen anders bauen, aber ist auch eine Möglichkeit. Also wir werden schon irgendwie zu einem Ergebnis kommen. Und ja, schauen wir mal, wie wir das dann eben handeln. Ich hoffe so. Das ist nämlich das Einfachste. Also, das wird gebaut. Wir brauchen gewisse Materialien. Wir brauchen ein bisschen Cobblestone. Wir brauchen wieder Fichtenstämme. Wir brauchen Schwarzeichenholz. Also die ganz normalen Materialien. Und genau, das sollte aber recht schnell zu bauen sein. Wie gesagt, wir haben noch eine Lampe hier, Seelampe da. Das Einzige, was ich mich wieder ein bisschen fragen werde, wie habe ich das Dach gebaut? Das müssen wir dann nochmal gucken, aber an sich habe ich das hier relativ einfach gemacht. Treppe, Treppe umgekehrt, Halbstack, Treppe, Treppe umgekehrt, Halbstack und so weiter. Also recht gleichmäßig, eigentlich wie gesagt, recht angenehm gebaut. Also das war natürlich bei mir jetzt, im Endeffekt sieht es hier total einfach aus. Hat bei mir wieder irgendwie Jahrzehnte gedauert. Ihr kennt es ja inzwischen auch. Ich und Dachbau. Gut, dass ich sowas offstream mache und dass ihr das nicht miterlebt, wenn ich hier Häuser plane. Für die anderen im Chat, die mich dann im internen Discord hören, ist das immer eine Freude, mir dabei zuzuhören, wie ich hier mit mir selbst diskutiere über meine Dachbauten. So. Dann gehen wir mal wieder auf den Server. Ich habe nämlich noch einen anderen Plan. Wenn wir die Ziegen erfolgreich umgesiedelt haben in ihr neues Zuhause, dann werden wir auf dieser Stelle, auf dieser Position, oh, ich kann mich einmal schlafen legen, sehr schön, werden wir auf dieser Position eine sogenannte Blumenfarm bauen. Die ist halbautomatisch und funktioniert mit Knochenmehl. Die ganzen Materialien dafür habe ich schon zusammengesammelt. Das ist auf jeden Fall auch wieder was Redstone-lastiges. Das liegt hier alles in dieser grauen Schulterkiste schon drin. Und wir brauchen nicht so wahnsinnig viele Materialien. Wir brauchen ein bisschen Baublöcke, wir brauchen ein paar Notenblöcke, wir brauchen Kolben, ein paar Trichter, Beobachter und so weiter, Redstone, das ist nicht super. Ein bisschen ein paar Zäune zum Schick machen und ein Tor, um auf die Farm zu kommen, das ist eigentlich relativ einfach. Die passt da schön hin. Und der Zweck, warum wir das machen, ist, dass wir damit blaue, rote und gelbe Blumen farmen können. Und mit blauen, roten und gelben Blumen können wir so gefühlt wie jeden Farbstoff herstellen, außer schwarz, grau und braun. Und also schwarz-weiß, sag ich mal, und die Grautöne, klar. Und braun, das geht ja nur mit Kakaobohnen, aber alles andere können wir damit herstellen, sodass wir praktisch mit diesen Ressourcen dann hier sämtliche Farbstoffe herstellen können für Zwecke, die wir vielleicht noch brauchen, wenn wir Teppiche färben wollen, glasfarbig machen wollen oder sowas. Wir werden uns da sicherlich noch was einfallen lassen.
Irgendwie kann man immer mal ein bisschen Farbstoff gebrauchen. Das Ganze kommt dann hier hin, das ist gar nicht so groß, diese ganze Farm, und wird hier sehr, mit dem Haus noch relativ gut hinpassen. Vielleicht müssen wir das hier noch mal ein bisschen rausziehen, wäre aber auch kein Problem, wenn sich das hier noch mal ein bisschen rauszieht. Wir können ja dann hier das ein bisschen, ja, die Kante ein bisschen einfach wilder machen, sodass man das ein bisschen natürlicher aussieht, dass das jetzt nicht so gerade durchgeht hier und wie so eine Treppe aussieht. Jetzt sagen wir mal wieder oben zum Beispiel noch derzeit. Das hatte ich euch ja vorhin gezeigt. So, das heißt, daran werden wir heute arbeiten erstmal. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Genau, ich hole jetzt erstmal die Materialien für den Stall. Also erstmal die Grundmaterialien. Ich werde, glaube ich, tatsächlich mit dem Verschlag anfangen. Wir können tatsächlich sogar erstmal den Verschlag sogar bauen. Dann könnten die sogar schon umziehen. Und der Rest des Gebäudes ist ja wahrscheinlich nicht ganz so spannend. Das Einzige, was wahrscheinlich spannend sein könnte, wäre, ob das mit dem Hornabstoßen funktioniert. Wahrscheinlich würdet ihr das wahrscheinlich auch eher noch gerne sehen wollen. Die Materialien habe ich allerdings noch nicht zusammengefarmt. Wir machen jetzt einfach mal wieder eine Holz- oder eine andere Baukiste und dann farme ich mir mal aus meinem Lager die ganzen Materialien zusammen. Und genau, wir machen wir praktisch wie hier. Nehmen wir einfach mal die braune Holzkiste. Die ist jetzt nicht nur mit Holz gefüllt. Und da füllen wir jetzt einfach mal die Materialien rein, was wir so brauchen werden. Dann müssen wir aber noch mal einiges auch dafür herstellen. So, nehmen wir 2 Stacks Bruchstein mit. Brauchten wir ja. Dann brauchen wir ein paar Fichtenzäune. Und, achso, Steinmauern erstmal. Ich fange jetzt erstmal an, draußen das für den Außenbereich mitzunehmen. Bruchsteinmauern haben wir sogar noch. Sehr schön. Genau, die reichen auch. Dann brauchen wir Fichtenholz und Fichtenzäune. Dann nehmen wir einfach auf jeden Fall mal ein paar Stämme mit. Und ach, guck mal, Fichtenzäune. Ja, Fichtenzäune haben wir noch ganz viel. Fichtentore haben wir nicht. Da brauchen wir ein paar mehr von. Da können wir dann auch noch mal ein paar Stöcke mitnehmen, dass wir die dann die fehlenden craften können. Und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Schwarzeichenholz für den Rest des Gebäudes. Wir brauchen vor allem auch Stroh fürs Dach. Wir brauchen eine ganze Menge Lagerfeuer. Da müssen wir mal schauen. Wir brauchen hier die Steps und die Treppen brauchen wir. Die können wir schon mal mitnehmen. Genau, dann werden wir hier einfach so an Schwarzeichenholz mit reichen. Wir brauchen blaue Zäune. Falls die nicht reichen werden, werden wir auch noch mal ein paar Dings nehmen und wir brauchen auch rote Zäune, da werden die drei auch nicht reichen. Da werden wir auch noch mal ein bisschen Holz mitnehmen. So, dann haben wir schon mal die Materialien zusammen. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Lagerfeuer. Die craften wir gleich. Die ganze Technik, das machen wir dann noch mal extra. Da besorge ich dann noch mal extra was. Wobei, wir können das vielleicht sogar schon hier mit reinnehmen in die Kiste. Aber wer weiß, was wir alles noch hier reinpacken. Deswegen, das machen wir dann extra. Erstmal nur die reinen Baumaterialien. Lagerfeuer. Dafür brauchen wir jetzt eine ganze Menge Kohle, eine ganze Menge Stöcke. Das ist das größere Problem. Da müssen wir mal ein bisschen in unsere Holzkisten greifen. Und wir brauchen vor allem Holzstämme, eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, was von unserem Birkenholz noch da ist. Ich nehme immer ganz gerne das Holz, was wir am wenigsten zum Bauen benutzen. Ich glaube, dann machen wir auf jeden Fall mal ein paar Stöcke erstmal von. So, Stöcke sollten jetzt genug da sein, wobei wir brauchen dreimal 64. So, das haben wir schon mal. Und dann können wir zumindest hier schon mal ein paar davon craften. Ich müsste auch noch ein paar Lagerfeuer haben, glaube ich. Wenn ich die nicht schon alle verbaut habe. Das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ah, guck mal, 9 Stück habe ich noch. Na gut, achso, Lampen brauchen wir natürlich auch. Die können wir auch schon mal mitnehmen. Und die Rüstungsständer, ach guck mal, hier habe ich sogar schon Rüstungsständer. Ach komm, dann nehme ich die zumindest schon mal mit. Die brauchen wir auch. Die Werkbank natürlich zum Bauen. Dann brauchen wir am Ende jetzt nur noch die Trichter und die Druckplatten. Ich schaue mal, ob ich die nochmal mit in die Kiste bekomme. Dann haben wir doch schon vielleicht alles zusammen. Redstone. So, Werkbank, die Lampen, Rüstungsständer, Lagerfeuer. Genau, die Stöcke, die füllen wir nochmal auf. Den Rest lassen wir mal hier im Lager und den Rest packen wir erstmal wieder ein. So.
Dann haben wir das. Ah, Druckplatten. Da habe ich jetzt einfach Fichtenholzdruckplatten genommen. Kann man natürlich auch alle anderen nehmen, das ist völlig egal. Das ist dann auch nach Belieben veränderbar. Ich weiß gar nicht, wie viele wir brauchen, aber ich glaube, so viele brauchen wir gar nicht. Kisten brauchen wir natürlich noch. Wenn wir jetzt mit dem Birkenholz nicht weit kommen. Dann nehmen wir mal ein bisschen was von dem Eichenholz. Ach, guck mal, da haben wir sogar noch ganz. Ne, Kisten brauchen wir überhaupt nicht. Doch, Kisten brauchen wir für die Trichter. So. Ich weiß aber gar nicht, haben wir noch Kisten hier oder habe ich doch gar noch Trichter? Ne, natürlich nicht. Okay. So, und erstmal die Fichtenholzfalltüren. Ich glaube, die macht man so, ne? Genau, die 12 müssten auf jeden Fall reichen. Und ja, die 6 Trichter reichen nicht. Da brauchen wir mehr. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Da können wir, glaube ich, aus dem Rest auch noch machen. Das müsste dann aber reichen. Das Eisen holen wir dann unten. Können wir eigentlich auch gleich mal dazu. Und Eisen, ich habe ein bisschen an, ja, Ressourcen an sich, habe ich immer noch genug. Da könnte man sagen, habe ich jetzt wieder was gefarmt, ein bisschen was schon. Ich habe ein paar Diamanten noch gefarmt und ein bisschen Erze allgemein. Man braucht ja doch immer mal ein bisschen was davon. Ja, mit 10 Trichtern müssten wir eigentlich hinkommen. Wir brauchen die ja eh immer wieder. Machen wir einfach mal ein paar. Die sind auf jeden Fall nicht umsonst gemacht. So. Gut. Dann haben wir das. Dann müssen wir gleich nochmal Redstone hier reinpacken. Und Kolben müssen wir dann auch nochmal craften. Die brauchen wir natürlich auch für die. Diese ganze Vorrichtung, die wir brauchen. Und dann ist die Kiste tatsächlich auch schon wieder fast voll. So. Eichenholz zurück. Und dann Kolben. So, Kolben hat man auch mit Holz gemacht. Das weiß ich noch. Wir brauchen, glaube ich, auch Bruchstein. Ah, jetzt muss ich gleich mal selbst mal schauen. Ja, ganz auswendig kenne ich die aber nicht, die Rezepte. Genau, Redstone, ein Eisenbarren, Bruchstein und Holz. Naja, das kriegen wir hin. Auch da können wir eigentlich mal ein paar machen. Da haben wir dann auch schon mal welche auf Vorrat. So. Da 32 Redstone und das Eisen, das sollte eigentlich auch reichen. Und dann machen wir mal ein paar. So, wir haben hier Holz, wir haben Bruchstein, wir haben Redstone und Eisen. Und das ist genau andersrum. Nee. Ach, warte mal. Von nach oben und unten. Falsch. So rum. So. So und dann so. Genau. Perfekt. So, 16 Kolben, die müssten eigentlich reichen. So viel brauchen wir ja gar nicht. Und dann ist hier auch wieder alles sortiert. Okay, so, jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, alles, was wir brauchen. Die Rüstungsstände, achso, wir bräuchten jetzt noch die Teppiche. Teppiche brauchen wir noch. Wo die Rüstungsständer drauf stehen. Weil sonst sinken die, wenn wir die Rüstungsständer in die Trichter oder auf die Trichter stellen, sinken die tatsächlich sonst ein. Die Teppiche verhindern so ein bisschen, dass die dann einsinken, sondern auf dem Teppich stehen. Funktioniert also genauso. Ich habe es schon probiert einmal. Die werden auf jeden Fall. Rennen die auf den Rüstungsständer und den schieben die auch schön hin und her. Und das klappt soweit. Okay, eine Kiste brauchen wir jetzt noch für das Einsammeln der Hörner. Da habe ich natürlich eine Doppelkiste vorgesehen, weil alles andere gibt wenig Sinn. Da können wir tatsächlich nochmal hier nehmen. Denn wir werden die Hörner lassen sich leider nicht stacken. Und je nachdem, wie viel wir da produzieren, werden wir da auch einiges brauchen. Jetzt ist die Frage, wo brauchen wir jetzt nicht so viel von? Ich glaube, wir können ein Stack Bruchstein weglassen und packen die Truhen dafür rein. So viel Bruchstein brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Okay, dann einmal abgebaut das Ganze. Die andere Kiste lassen wir, weil die können jetzt erstmal wieder in die Ender Chest. Und die nehmen wir schön mit. Da ist alles drin, was wir brauchen. Und dann können wir praktisch gleich anfangen zu bauen. Gespannt, ob die Lagerfeuer ausreichen. Ich befürchte fast, dass das ganz schön knapp wird. Genau, ein bisschen Weizen haben wir dann auch, um die Ziegen dann auch darüber zu führen. Die müssen wir dann natürlich aus dem Stall rauskriegen. In den anderen Stall rein. Ich versuche die mal zu. Man kriegt immer ganz gut zwei zur Zeit mit. Ich weiß nicht, ob wir alle drei mitbekommen.
Im Zweifel müssen wir unsere. Ja, doch, wir kriegen die alle drei schon rüber. Das sollte eigentlich kein Problem sein. So. Dann, hier haben wir natürlich immer das Problem, dass wir hier recht nah daran sind, nicht ausgeleuchtetes Gebiet zu haben, das hier auch Monster spawnen. Da müssen wir dann nochmal ein bisschen drauf achten. So, Werkbank steht auch. Und dann haben wir erstmal alles, was wir brauchen. Diese ganzen Abmessungen sind eigentlich detailgetreu. Das heißt, hier ist Pfosten, dann ist hier Zaun, Pfosten und so weiter. Das heißt, wir können jetzt erstmal die Grundsteine der Bruchsteinmauer stellen. Ich hätte noch mal eine Schere mitnehmen sollen. So, hier kommt ein Zaunelement hin. Hier ist das nächste. Hier. Da und da haben wir das schon. So. Dann haben wir eigentlich schon mal das, was wir mit den Bruchsteinmauern machen. Abgeschlossen. Dann Fichtenzäune. Das heißt, überall, wo jetzt hier noch die verbleibenden Wolleblöcke stehen, kommen die Fichtenzäune hin. Und dazwischen parken wir dann die Zauntore. Und die müssen wir jetzt noch herstellen, weil die vier werden uns nicht reichen. Dafür nehmen wir jetzt die Stöcke und die Fichtenzäune. Und dann wollen wir aber natürlich nicht so viel machen. Vielleicht so erstmal. Genau, dass wir die dann auch vor allem aufbrauchen. Genau, zack. 14 Stück dürfte sogar reichen. Und wenn wir die jetzt hier reinpacken, dann haben wir genau die Mauer, die wir uns da auch vorgestellt haben. Und wir haben tatsächlich zu viel gecraftet. 8 hätten gereicht. Naja, gut. Aber so ist dann erstmal unsere schöne Mauer. Gut, dann brauchen wir wieder die Zäune. Sind auf die Pfosten hier. Nein, nicht genau da, nicht. Auf die Steinmauern. Kommen jetzt unsere Holzpfosten. Das ändert jetzt hier nochmal so ein bisschen das Bild ab. Und darauf kommen dann die Lagerfeuer. So, eine Sache werde ich jetzt nochmal eben holen. Die habe ich natürlich wieder vergessen, wie immer, nämlich unsere Gerüste. Die brauchen wir nämlich definitiv beim Dachbau auch. Immer recht schlechte Arbeitsvorbereitung hier. So, ich hoffe, euch geht es noch allen gut. Seid alle noch da. Oder zumindest teilweise noch da. Für alle, die jetzt schon wahrscheinlich einige schon weggeschaltet haben, die sich das Yu-Gi-Oh!-Ding angeguckt haben. So, dann, wie geht's weiter? Wir machen Gerüste. Genau, Gerüste holen. Ich weiß gar nicht, wo unsere ganzen. Achso, ja, wir hatten mal mehr Gerüste. Ich überlege die ganze Zeit, wo die sind, aber die sind teilweise ja da. Das ist eigentlich so der Hauptteil unserer Gerüste, die wir haben. Aber so hoch wird das Gebäude nicht. Die 8 Stück sollten auf jeden Fall reichen. Also muss ich noch mal gucken, wie rauf ich jetzt diese Balken gesetzt habe. Das von unterschiedlichen Seiten, wenn man die Lagerfeuer setzt, drehen die sich natürlich auch unterschiedlich. Das heißt, wir müssen die Gerüste einmal gleich, oder wir müssen einmal schauen, wie wir die dann gleich dran setzen. Das machen wir auch gleich noch. Erstmal packen wir den Rest hier rein. So. Okay, Lagerfeuer sind da. Wir haben die Schaufel da, die auszumachen. Jetzt würde ich sagen, müssten wir uns mal mit den Außenmauern vom Haus beschäftigen, dass wir auch schon mal da die Grundmauern haben. Und da gucken wir uns den Aufbau auch nochmal an. Das Ganze ist ja typisch im Stil dessen, wie ich das hier alles auch schon gebaut habe. Wir haben natürlich wieder Tiefe. Das heißt, sämtliche Balken sind rausgestellt. Ah, wir sehen es hier. Fichte, Fichte und dann immer drei Platz. Okay, dann zum Eck. Und die Steinmauern sind dann wieder auf der Innenseite. Genau, also innen hier auf jeden Fall viel Stein. Und genau, dieser Querbalken übrigens, der hier noch so durchgezogen ist. Der verhindert, dass die Ziegen hier rüberspringen. Also die sollen nicht hinter diese Absperrung kommen. Und dieser Balken hier verhindert das. Das ist eigentlich auch noch eine ganz praktische Sache. So, ansonsten ist der Aufbau klar. Wir haben in der Mitte wieder den Zaunpfosten. Wir können jetzt überlegen, ob wir hier
Wenn wir hier wieder Bruchstein verwenden, ob wir hier nicht auch noch mal ein bisschen bemoosten Stein reinbauen, wäre vielleicht auch noch ganz nett. Und ob wir vielleicht noch eine andere Steinart, vielleicht noch gerissen, ja. Ziegel will ich eigentlich nicht setzen, also gebrannte Ziegel eigentlich ungern. Wir müssten halt wirklich, was sehr, sehr schön wird, weil ich, was ich hier festgestellt, was mir fehlt, sind Korallenblöcke tatsächlich. Korallenblöcke, ah, wir hätten mal das in der Testwelt angucken können. Wenn die Korallenblöcke getrocknet sind, haben die eine sehr, sehr schöne, haben die sehr, sehr schöne Steintexturen. So, unterschiedlichste Art. Also da fehlt uns noch ein bisschen. Ich habe auch noch keinen Korallenriff entdeckt. Das heißt, wenn einer von den Jungs hier ist, die hier auf dem Server sind, falls ihr mal einen Korallenriff entdeckt habt schon oder wisst, wo eins ist, mal gerne Bescheid geben. Da würde ich dann tatsächlich noch mal ein bisschen Material farmen. Da können wir dann noch ein bisschen besser ausgestalten alles. So, wir nehmen uns jetzt auf jeden Fall mal den Bruchstein und das Fichtenholz und machen jetzt schon mal zumindest die Mauern fertig. Also hatten wir gesagt, hier kommt Fichtenholz dran und hier. Das heißt, das kann weg. Wir können eigentlich alles schon mal wegmachen. Genau, drei. Die Fichtenhölzer stehen immer dazwischen. Die Wolleblöcke brauchen wir jetzt nicht mehr. Und ich würde sagen, wir machen das dann erstmal mit dem Bruch, oder ich mache das dann erstmal mit dem Bruchstein. Und wenn ich dann nachher nochmal andere Materialien habe, dann, kann ich das nochmal umändern. Bemoosten Stein kann ich dann aber nochmal holen, dass wir wenigstens das nochmal haben. So, hier kommt dann einfach nur Stein hin und dann kommen die roten Pfosten daneben. Können wir dann auch schon mal andeuten, dass wir schon mal wissen, wie groß das Tor ist. Also wir haben hier Stein, 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 Stein. Da kommt dann halt das. Nein, nicht da. Das ist schon mal falsch. Da Stein, aber hier in Stein. Genau. Das können wir jetzt schon mal rumsetzen. Genau, auf der Rückseite auch. Und dann hier haben wir es aber so davor, tatsächlich. Genau. Den lassen wir nochmal im Inventar, das brauchen wir eh gleich. Und dann holen wir jetzt nochmal die roten Zäune. Davon müssen wir jetzt auch nochmal ein paar craften. Genau, von denen haben wir noch welche. Die brauchen wir auch gleich, die Fichtenzäune. Genau, dann, achso, dafür brauchen wir wieder Stöcke. So, davon brauchen wir nur drei Stück eigentlich. Das heißt, im besten Fall eigentlich nur so. Ach, guck mal, das reicht sogar schon. Davon könnten wir noch ein paar mehr gebrauchen. Von den Grünen, dann machen wir hier. Ach, keine Zauntore, andersrum. So. Okay. Dann wissen wir auch hier schon mal, da kommt blauer Zaun hin. Hier an jeder Ecke. So, und dann können wir hier eigentlich schon mal die roten Zäune hochmachen. Was kann ich das eigentlich? 2 oder 3 hoch? Das muss ich gleich nochmal gucken. 2 waren auf jeden Fall. Da habe ich es mir gerade gar nicht gemerkt. Ich habe so viel, viele Details geachtet, aber das leider nicht. So, dann können wir schon mal anfangen, hier weiterzumachen. Mit der Außenmauer. Zack. So, das hier rein. Da kommt dann das Fichtenzaunfenster rein. So. Genau, hier kann das eigentlich alles drumherum sein. Mal schön, dass es der Zaun ein Stück höher ist als die Blöcke. Seht das mal, wenn ich so hoch gehe hier, ne? Sieht aus, als ob ich hochspringen würde, aber für alle Minecraft-Kenner wissen natürlich, die sind einfach ein bisschen höher als eins. Deswegen kann man da auch nicht drüber springen, zum Beispiel. Dann aber wieder merkwürdig, warum man das mit dem Teppich zum Beispiel machen kann. So, also das ist wieder der Grundaufbau. Wir haben dann hier auch wieder, ah, es ist tatsächlich, glaube ich, nur 2 hoch. Wir haben hier schon den Balken drüber gelegt, damit das nicht so hoch ist. Genau. Das heißt, da kommen die Balken jetzt drauf. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier irgendwie
Ja, kann ich sogar. Genau, jetzt muss ich überlegen, war jetzt schon der Querbalken oder wird das jetzt noch hier rüber gespannt? Ich gucke nochmal ganz, ganz kurz auf die Testwelt. Genau, 2 hoch, beziehungsweise hier sind die 3 hoch. Das Dach steht halt so ein bisschen über, das verdeckt das wieder ein bisschen. Ne, 2 hoch und da ist schon der Bergquerbalken. Ach genau, und das ist hier einfach ein bisschen draufgesetzt. Ich muss mal von außen an. Und so 2 hoch. Und hier ist. Ah, guck mal, hier ist auch. Weil es könnte sein, dass hier. Aber theoretisch sieht man den Block, glaube ich, nicht. Unterm Lagerfeuer ist. Ja, hier ist der Balken noch 3 hochgezogen, okay. Aber. Trotzdem haben wir da drüber schon dann den Querbalken. Okay, die Fichtenstämme sind aber alle 3 hoch. Die können auch alle 3 hoch sein. Beziehungsweise hier hinten. Ah, hier hinten nicht. Hier hinten sieht man es nochmal. Da sind die tatsächlich nur 2 hoch. Oder sind auch 3 hoch, aber die sind dann hier da zwischengelegt. Okay. Gut. Dann machen wir jetzt mal die Holzarbeiten noch. Überleg fast die ganze Zeit, ob es klüger gewesen wäre, nochmal ein Bett mitzunehmen. So, hier. Genau, und dann wird das hier einfach nur rübergelegt. Und wir hatten recht, das ist tatsächlich nur 2 hoch. Also ich hatte recht, das ist tatsächlich nur 2 hoch hier. Der Zaun. So. Na, das reicht natürlich nicht. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr. Ja, das sieht doch schon mal so grob aus, wie das mal aussehen soll. Genau, das kommt dann dazwischen. Dann legen wir das Dach ja sozusagen dann wieder drumherum. Dann können wir auch schon die Verzierungen gleich reinmachen. So, also das passt schon mal alles. Perfekt. Ich packe erstmal alles zurück. Wir nehmen jetzt nochmal die blauen Zäune. Ja, glaube ich, die waren hier tatsächlich sogar 3 hoch, oder? Machen erstmal nur 2 hoch. Ich glaube tatsächlich, dass da oben noch ein anderer Block drin war. So, und dann haben wir das auch. Jetzt können wir theoretisch sogar schon vorne das Dach dran setzen. Mit den. Ach, guck mal, hier ist sogar eine Spinne gespawnt. Hier ist es irgendwo zu dunkel gewesen. Dann komm mal her, wo ist denn mein Schwert? Dann machen wir es mit der Axt. Geht mit der Axt auch. So, gut. Das haben wir erstmal. Dann packe ich erstmal alles in den Zaun wieder zurück. Und packe erstmal das zurück, was wir jetzt nicht brauchen. Also vor allem das hier. Und schlafen einmal. Denn das kann immer sein, dass jetzt eins von den Monstern da darüber kommt. Das wird dann hoffentlich bald auch nicht mehr der Fall sein. Wir können dann relativ schnell auch mal anfangen, oder ich dann anfangen, den Prototyp der Mauer zu stellen. Das werde ich tatsächlich auch offstream machen, weil das nicht super spannend ist. Das habe ich ja schon öfters angedeutet, wie das Ganze werden soll. Ist vom Aufbau jetzt aber so simpel, dass das nur mäßig interessant ist. Und vor allem, wenn wir dann die Mauer dann da lang ziehen, ist es auch recht stumpf von der Arbeit, die man da macht. Ich glaube, wir nehmen gleich mal ein Bett mit, dass wir dann da schlaufen gehen können und nicht immer hierher laufen müssen. Ich denke, das ergibt Sinn. Ich werde dann aber mal das hier mitnehmen. Ach schön, es wird langsam. Es wird langsam. Es dauert noch eine ganze Weile, bis wir hier wirklich Stück für Stück das Dorf gebaut haben. Ich kann vieles dann immer aufstehen machen.
Aber im Moment ist es auch so, dass ich dann halt natürlich immer ein bisschen was vorbereite für den Minecraft-Stream, dass sie dann nicht so ungeplant reingehen. Das heißt, ich versuche die Materialien zusammenzusuchen, ich versuche mir Gedanken zu machen, wie was gebaut werden soll, wie was aussehen könnte und so weiter. Aber das nimmt dann doch mal ein bisschen Zeit in Anspruch. Und soll natürlich dann alles ordentlich werden, klar. So, jetzt müssen wir mal schauen. Kommen wir hier? Ja, das ist natürlich mit der Shift-Taste wieder so ein Problem. Das soll ja da drauf eigentlich, ne? Aber da werden wir wahrscheinlich nicht. Ach doch, so geht's tatsächlich. Wir könnten das theoretisch auch von da oben setzen, oder? Wenn ich das jetzt so hier ransetze. Hä, warum? So hier. Genau, dann ist der Balken auch so. Perfekt. Sehr schön. Genau, dann können wir die Reihe nämlich zumachen. Den Rest müssen wir theoretisch von hier unten aus auch machen können. Ja, man sieht auch tatsächlich, wie viel wir tatsächlich brauchen werden hier. Wir brauchen dann ja nochmal welche fürs Dach. Mal gucken, ob wir mit denen überhaupt hinkommen. Oder ob wir nicht nochmal, ob ich da ein bisschen zu optimistisch war, was die Planung angeht. So. Letzte Reihe. Vorletzte Reihe. Nicht mal letzte Reihe. Ja gut, und die sind nach dem Dach jetzt praktisch fast alle. Da hätte ich tatsächlich noch mehr machen müssen. So. Okay, also, der ganze Unterstand steht schon. Wir können natürlich über die Ziegen jetzt noch nicht reinlassen, weil wir haben noch kein Dach. Das wird das Wichtigste sein, dass wir das auch bauen, sonst hüpfen die uns nämlich raus. Okay, gut, also, Grundaufbau passt. Achso, wir müssen noch die äußeren Verzierungen machen, tatsächlich. Hier die. Ah, da brauchen wir wieder Falltüren. Siehst du, ich habe doch noch was vergessen. Fichtenholztüren und Falltüren. Was können wir denn schon zurückpacken? Was brauchen wir nicht mehr? Steinmauern brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen keine roten Zäune mehr. Das heißt, das ganze rote Holz kann schon mal weg. Fichtenholz-Zauntore brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur noch die Zäune vielleicht noch. Wobei, die brauchen wir eigentlich auch nicht. Brauchen wir auch nicht mehr. Genau, Lagerfeuer, der Rest bleibt auf jeden Fall noch hier. Genau, das ist fürs Dach. Genau, dann holen wir jetzt noch die Fichtenholztreppen und die Falltüren. Achso, ich glaube, Steinknöpfe müssten wir noch mitnehmen für die Balken. Die haben wir, glaube ich, da auch ja wieder. So. Ja. So. Das haben wir. Falltüren haben wir sogar noch ein paar. Treppen könnten sogar wirklich reichen. Da müssen wir jetzt, glaube ich, keine machen. Aber Falltüren, wie immer, sehr, sehr kostenintensiv. Das Nervigste, was man bei Minecraft craften kann. Was jetzt Kosten angeht. Falltüren sind einfach viel zu teuer. So, 19 Stück dürften aber. Ja. Ja, dürften eigentlich reichen. Wir brauchen 3 pro Seite. 6 Seiten sind es, glaube ich. Ja, das dürfte reichen. Gut. So, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten. Euch geht's allen gut. Ihr freut euch aufs neue Jahr. Habt vielleicht ja sogar schon, wie man so schön klischeemäßig sagt, gute Vorsätze und Pläne geschmiedet für das nächste Jahr. Wenn nicht, 3 Tage habt ihr noch Zeit. So. So. Dann.
Eine Treppe falsch gesetzt. Haben wir hier wieder schön unsere typischen, ja, Verzierungen. Ich habe mich dazwischen inzwischen echt dran gewöhnt, die zu bauen und die zu setzen. Ich finde, das gibt dem Ganzen einfach nochmal so ein kleines Extra für die Häuser. Haben wir jetzt ja auch schon öfters gemacht. Eigentlich fast bei jedem Haus haben wir das gemacht. Und wir haben auch überall dafür gesorgt, dass die Mauern so zwei dick sind oder dass wir ein bisschen mehr Tiefe haben. Aber ich finde, das hat dem Ganzen auf jeden Fall nochmal, gibt dem Ganzen nochmal Charme und dem ganzen Gebäude nochmal ein paar Details. So. Okay, das war's eigentlich schon. Das ist der Grundaufbau. Der ist tatsächlich überhaupt nicht kompliziert, was sehr, sehr schön ist. Auch mal ein einfaches Gebäude bauen. Jetzt werde ich nochmal mir genauer denken, wie das Dach ist. Wir wissen ja grob, wie das Dach aufgebaut ist, bloß wo es anfängt. Und dann können wir das eigentlich schon hochziehen. Genau, der Rest ist dann eigentlich nur noch Formsache. Hier müssen wir nochmal hingucken, wie das mit den Balken ist. Aber ich glaube, das Stroh ist hier, soweit ich weiß. Und auch auf der nächsten Stufe. Das gucke ich mir jetzt nochmal in Ruhe an. Und dann machen wir weiter. So. Ich gehe nochmal ganz kurz hier auf die Testwelt. Also, genau, wir fangen praktisch außen an, setzen das hier an und hier seht ihr das auch nur zwei hoch und haben auch eine Außen, also wir gehen praktisch über die Mauer hinweg. Das Dach ist sozusagen ein breiter als die, genau, als das Gebäude. Ach, guck mal, hier kommt auch nochmal Falltüren dran. Gut, dass wir nochmal Fichtenholzfalltüren geholt haben, da werden wir nochmal einige von brauchen. Genau, in der Mitte haben wir dann diese Querbalken. Auf den Querbalken sitzen dann die Pfosten und innen sehen wir, glaube ich, tatsächlich nur diese beiden Strohdinger, denn hier sind die Lagerfeuer drauf, genau. Und da sitzt der Balken drauf und auf der anderen Seite ist es genauso. Und hier drunter sitzt dann der Querbalken. Das müssen wir uns auch merken. Genau, es ist ja dann immer Stroh. Lagerfeuer. Lagerfeuer sitzt tatsächlich auf dem hier drauf und das Stroh davor. Ja, okay, das ist aber wirklich. Wir haben dreimal Stroh, dreimal Lagerfeuer, dann kommt der mittlere Giebel. Das sollte machbar sein, oder? Das sollte nicht so schwierig sein, das zu bauen. Genau, und von der Kombination haben wir auch immer Treppe, umgekehrte Treppe, halb Slab drauf. So ist das Gebilde. Und das bis zur Spitze dreimal. Ja, das kriegen wir auch hin. Okay, Blitzableiter haben wir natürlich auch noch nicht geholt. Müssen wir dann auch nochmal machen. So. Gut. Eine Sache möchte ich mal ganz kurz machen nochmal. So. Okay, dann. Na, guck mal, die Steinmauern haben jetzt gar nicht rausgepackt. Na, egal. Fangen wir mal mit dem Stroh an. Also, da ist auf jeden Fall Stroh dran. Das wird sogar hier. Oh Gott, jetzt habe ich natürlich nicht. Eine Sache habe ich nicht gemacht. Genau, hier kommt noch Holz hin. Jetzt sind, glaube ich, ganz normale Holzblöcke, die hier auf den Ecken sitzen. Genau, das müsste aber hier ja auch sein, ne? Also das Dach. Genau, das Dach geht nämlich hier rüber. So, das ist unser Dach. Wir machen erstmal eine Seite. Wir müssen jetzt nämlich nochmal ein paar Lagerfeuer craften. Ich will jetzt aber da lieber die Eichenstämme nutzen. Die Falltüren reichen natürlich logischerweise auch nicht. Genau, die brauchen wir dann irgendwie, die brauchen wir dann eh. Wir brauchen auch noch Fichtenstämme. Die brauchen wir, die Lagerfeuer brauchen wir. Das ist alles die Technik. Okay, die brauchen wir auch erstmal nicht. Okay, das andere ist erstmal erst für die Technik. Aber das brauchen wir jetzt erstmal für den Gebäudebau. Genau, wir brauchen noch mehr Fichtenfallholzfalltüren. Wir brauchen mehr Lagerfeuer. Und
Wir brauchen ja die Treppen, genau. Ich glaube, Steinknöpfe sind hier gar nicht so wichtig gewesen bei dem Haus, weil wir keine Balken, also weil wir keine Endstücke, also Stämme sehen. Stämme, aufgeschnittene Stämme, sag ich mal, so wie hier. Das sehen wir bei dem Gebäude nicht. Und wir haben diesmal auch keine Kupferblöcke verarbeitet. Tatsächlich. Da es aber nun Ziegenstall ist, ist das, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung. So, 18 Stöcke, das heißt, wir könnten hier nur 18 Lagerfeuer machen. Das wird aber auch, das wird wahrscheinlich einfach nicht reichen. Kohle haben wir unten. So. Ach Quatsch, ich habe völlig falsch gerechnet. Wir brauchen ja die Stöcke hier vor allem. Okay, wir werden einfach nochmal Stöcke uns oben welche nehmen. Also diese auch Lagerfeuer übrigens, die zweite Sache neben denen. Ja, stimmt. Wir wollten ja nochmal das Haus angucken, Knaumann. Ja, klar, mache ich. Kommst du dann auch nochmal auf den Server oder soll ich das, willst du das so angucken? Soll ich mir das einfach so angucken? Eine halbe Stunde. Okay. Ja, dann komme ich dann in einer halben Stunde bei dir vorbei. Dann können wir das gerne machen. Klar. Es gibt nämlich neue Häuser, beziehungsweise Knochen hat ein neues Haus gebaut. Oder neue Häuser vielleicht auch schon wieder. Ich weiß gar nicht, wie es da im Moment ist, wie der Stand da im Moment ist, ob es Häuser sind oder nur ein Haus ist. So, gut, 27. Wir könnten erstmal ein bisschen reichen. Ne, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Ich lege mich einmal ganz kurz hin. So. Dann. Stöcke. Haben wir noch Birkenholz dafür? Na, so ein bisschen. Na, wobei, da kommen wir schon mal ein bisschen weiter. Brauchen auch gar nicht mehr so viele mehr. Zumindest für eine Seite nicht mehr. Müsste das eigentlich schon reichen. So, Balken. Ah, Fichten. Es ist so teuer. Die Lagerfeuer sind jedes Mal wahnsinnig teuer. Das sieht zwar super schön aus, aber drei Stämme, drei Stöcke und ein Stück Kohle für so ein Lagerfeuer ist schon ganz schön krass. Man darf allerdings nicht vergessen, dass man damit unendlich lang auch Sachen braten kann. Ne? Also zum Beispiel jetzt, man könnte jetzt einfach so Fleisch. Das habe ich schon mal gemacht. Habt ihr mal auf einem Lagerfeuer Essen bei Minecraft gemacht? Das ist schon mal gesehen. Ich kann euch das mal zeigen. Komm, wir legen hier mal. Ich guck mal, ich habe hier Hammelfleisch. Oder wir machen. Hühnchen müsste eigentlich auch gehen. Komm, wir probieren das mal mit den Hühnchen. Dafür müsst ihr eigentlich nur das Lagerfeuer platzieren. Das mal hier draußen irgendwo machen. So. Und dann könnt ihr hier an die Ecken das Hühnchenfleisch drauflegen. Und irgendwann könnt ihr es dann abernten. Und das Lagerfeuer brennt ja sozusagen ewig. Und dementsprechend habt ihr praktisch ein unendliche Energiequelle. Und wenn ihr das Lagerfeuer immer und immer anlasst und das nicht wieder ausmacht, ihr könnt das ja auch mit dem Feuerzeug wieder zünden und so weiter, ja, wird dann nach der Zeit das Hühnchen hier einfach dann fertig und gegrillt. Wir können das, ja, ach guck mal, ist schon gebraten. Da, zack, viermal gebratenes Hühnerfleisch. Also theoretisch eigentlich eine ganz coole Sache. Nicht nur theoretisch, sondern eigentlich auch so. Gerade für den Anfang, wenn man noch nicht so viel hat, auf jeden Fall eine coole Sache. So, 33 Lagerfeuer sollten jetzt reichen für die Dachseite erstmal. Ah, wir brauchen noch Falltüren. Die muss ich noch machen. Für die Unterseite. Das ist so ein kleines Haus. Und natürlich wieder vollkommen übertrieben, was Materialien angeht. Können wir eigentlich schon wieder komplett nutzen dafür. Wir werden sowieso wahrscheinlich wieder Falltüren brauchen.
Fichtenholz kann ich ja glücklicherweise. Holz ist glücklicherweise eine gute eine Ressource, die ja nicht endlich ist auf dem Server und die man auch nicht großartig suchen muss. Das geht eigentlich ganz gut. So. Auf geht's. Dann, ja genau, setzen wir erstmal die Lagerfeuer oben drauf. Die kommen nämlich an diese Stelle hier. Elf Stück, genau. Dann kommt dagegen ja wieder Stroh. Und der Balken, ach, jetzt habe ich hier kein Fichtenholz. Es ist aber auch jedes Mal irgendwas, das fehlt. Achso, das ist das Bett. Ich dachte gerade, warum geht es denn da hoch? Okay, also das haben wir jetzt auch schon mal. Dann könnten wir jetzt hier schon mal die Treppe setzen. Auf beiden Seiten theoretisch. Sehr schön. Da kommt dann noch der Halbstep oben drauf. Jetzt fehlt uns tatsächlich wieder. Ja, ich habe Eichenholz mitgenommen und kein Fichtenholz. Toll. Die Querbalken noch, wo dann die nächsten Lagerfeuer wieder drauf kommen. Und dann räumen wir hier einmal rum. So, Eichenholz kann jetzt weg. Fichtenholz brauche ich. Und dann nehme ich jetzt einfach mal diesen kompletten Stacken her. Warte mal. Nehme ich jetzt mal so mit. Das müsste reichen. Wir brauchen gar nicht mehr so viel, aber wenn man gar nichts hat, ist schlecht. So. Ja, ich habe übrigens, das kann ich ja mal erzählen, ich habe gestern, oder gestern? Gestern. Nee, heute tatsächlich, heute Vormittag. Habe ich ein bisschen rumgetestet. Im Anschluss an den Stream, beziehungsweise am Ende des Streams, werde ich nochmal so einen kleinen, ja, man könnte sagen, tatsächlich Techniktest machen. Genau, hier müssen. War das so? Nee, irgendwas ist hier falsch. Das muss so hin, genau. Hier waren diese Balken und hier in der Mitte waren die höheren Balken, weil hier kommt dieses Zweierfenster rein. Genau. Hier war der Balken, Zweierfenster, Zweierfenster, der Balken. So, genau, das war das Dach. Und da, auf dieser Höhe jetzt hier, legen wir jetzt einfach den Querbalken. So. Dagegen können wir jetzt das Stroh machen. Jetzt haben wir natürlich eine Lücke. Und die habe ich, glaube ich, einfach mit Steinen. Klar, da fehlt natürlich der Bruchstein. Habe ich jetzt wirklich den Bruchstein, habe ich doch noch da gelassen, ne? Ja, aber wahrscheinlich nicht genug. Naja, natürlich nicht. Aber für die Reihe reicht es erstmal. Genau, hier kommt noch der Bruchstein hin. Sehr schön. Okay, einrichten müssen wir den dann wahrscheinlich auch noch. Okay, gut, machen wir erstmal mit dem Dach weiter. Das, was wir haben, können wir jetzt mal verbauen. Genau, jetzt kommen da drauf die Slabs können wir schon mal draufstellen jetzt hier. Da haben wir glücklicherweise ja auch genug. Zack, Slab. Auf der anderen Seite auch eine Slab und dann können wir hier an der Seite schon wieder die nächsten Treppen machen. So, und dann von der anderen Seite, zack. Und dann hier nochmal. Schön. Wenn es denn dann so regelmäßig ist, dann kommt man noch ein bisschen voran. So, dann kommen jetzt hier wieder die Lagerfeuer drauf. Und
Eine ganze Menge von Holz. So, jetzt müsste ich mal überlegen. Hier kommt jetzt dagegen, glaube ich. Genau, das heißt, auf dieser Höhe kommen auch wieder Fichtenbalken dran, ne? Hier oben. Die haben wir sogar drin gelassen im Gebäude. So. So. Dann. Das auch. Dann craften wir noch mal ein paar Treppen. Davon haben wir nämlich nicht mehr genug. Dann haben wir die erste Seite schon geschafft. Ah, guck mal. Mike hat das Spiel betreten. Ne, falsch. Ach so, das kommt ja erstmal so hoch an. Ja, klar. Ich hatte überlegt. So. Genau, und dann kommt der Half-Step wieder drauf. Sehr schön. Also, erste Dachseite ist damit fertig. Dann fehlt jetzt nur noch der Mittelgiebel. Das machen wir dann in Ruhe. Dann können wir jetzt schon mal gleich die Tonne noch reinsetzen. Und dann ist die erste Dachseite schon wirklich gut fertig. Genau, da kommen nämlich die zwei rein. Hier kommt wieder einer rein. Können wir auf der anderen Seite, glaube ich, auch schon mal machen. Also so, wenn Mike jetzt online ist, können wir aber auch gleich mal zu Mike übergehen. Ich muss jetzt sowieso noch mal ein paar Materialien holen gleich. Wir werden, na gut, Lagerfeuer brauchen wir auf jeden Fall noch mal welche. Drei Stück, das heißt, hier oben kommen noch mal welche drauf. Die können wir noch mal draufsetzen. Das heißt, wir brauchen noch mal 33 Lagerfeuer. Also eine ganze Menge Holz, Stöcke und Kohle. Das müssen wir noch mal machen und ich muss mir noch mal angucken, dass wir auch noch mal ein bisschen Bruchstein holen für hier innen. Da sind jetzt genau, die sieht man nämlich, glaube ich, auch. Und hier ist das auch offen. Also ich glaube, die Balken sind gar nicht verkleidet hier. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich gar nicht das auch so aussah innen. Gucke ich mir da gleich noch mal an. So, ich gehe noch mal ganz, ganz kurz auf die Testwelt. Gucke mir noch mal an, wie das von innen aus sah, aber ich glaube, dass diese Dreiermauer, also die drei hoch, da nicht weiter gemacht wurden. Also, dass man das da. Hallo? So. Ach, genau, man sieht es hier auch gar nicht, aber die liegen einfach nur auf und das Pflaster. Genau, man sieht sie nämlich auch gar nicht auf der Seite, weil man eh nicht hinterkommt. Genau, da ist die Seelaterne, aber ansonsten passt das. Na ja, gut, dann ist es jetzt eigentlich relativ einfach. Draußen machen wir dann noch die Laternen dran. Die ist es dann aber auch noch was, was wir dann als Detail machen können. Und die ganze Inneneinrichtung, sage ich mal, auch. Ja, genau, das Mittelschiff müssen wir dann noch mal anschauen, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich habe hier einfach einen vollen Block hingesetzt. Noch einen Halbstack darunter. Wobei hier ist ein. Ah, ich habe das, glaube ich, immer mit den. Ach ja, das ist das. Die Bauweise war hier relativ schwierig. Dass das so hier dran sitzt, sozusagen. Aber das kriegen wir dann nochmal hin. Das kann ich mir dann nochmal in Ruhe angucken im Detail. Aber genau, wir können die andere Dachseite dann erstmal rummachen. Okay, perfekt. Gut, dann werden wir jetzt erstmal eine kleine Reise unternehmen. Und werden mal Mike einen kleinen Besuch abstatten. Habe ich noch irgendwas? Ne, ich werde erstmal ein bisschen was aus dem Inventar aussortieren. Bruchstein holen, genau, Bruchstein ist wichtig. Da ist übrigens ein Zombie-Villager. Ach, doch nicht im Crafting-Table. Genau, das nehmen wir mal mit. Die Stöcke auch. Da müssen wir uns dann nochmal Sachen von craften. Ah, da kommt der Zombie-Villager schon. Ach, leider ein bisschen spät. Schade. Wenn ich jetzt einen Apfel und einen Trank der Schwäche hätte, hätten wir den jetzt umwandeln können.
Das hätte mir sehr gefallen. Nun gut, dann müssen wir es erstmal so lassen. So, dann werden wir mal zu Mike. Ich muss aber nochmal einmal meinen. Wobei, nee, müssen wir gar nicht. Wir reisen ja nur kurz durch den Nether. Da muss ich jetzt nicht den Gold. Ach, Goldhelm habe ich sogar noch auf. Siehst du, ich war sogar noch im Nether heute. Ich habe noch ein bisschen Gold gefarmt und nebenbei noch ein bisschen Stein. Nicht Stein. Doch, antiken Schrott sozusagen. Antiken Schrott gesammelt. Und dann geht's hier einmal zum Hauptbahnhof. Und so, mal gucken, wie das die Performance ist. Die scheint mir ein bisschen besser geworden zu sein auf dem Server. Ich weiß gar nicht. Na doch, es leckt noch ein bisschen, aber nicht mehr ganz so krass, wie es zwischenzeitlich mal geleckt hat. Dann sind wir auch gleich da. Ich bin gespannt. Also die Ankündigung war, dass es ein relativ großes Haus ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es denn aussieht. So. Ab. Zum Berg. Oh, hier brennt's. Ist das so, dass es hier brennen soll? Hier werde ich beschossen auch noch hier. Das ist ja ein Willkommensgruß. Das ist ja ein Willkommensgruß hier, Mike. Hier wird man auch noch beschossen hier. So, Mike, wo ist denn das Haus? Dann zeig mal. In die Richtung, also, okay. Dann bin ich ja gespannt. Na, guck mal, hier wurde auch so ein bisschen Bodentextur dekoriert, ne? So ähnlich könnte ich mir das bei mir auch vorstellen. Mit Stein und Potzol. Genau, hier ist der Bahnhof. Ah ja, ich sehe es. Oh Gott, ich sehe es schon. Das ist wirklich nicht klein. Hier, das ist auch nett aus hier mit dem Prismarin. Slalomlaufen bei den Eisengolems. Ja, das ist. Hei. Das ist groß. Und zwischen Ikarius und der Stadt von Mike, würde ich jetzt mal sagen. Bertie hat ja in der letzten Zeit nicht ganz so viel gespielt. Es steht kein Baum mehr. Und Mike wird von Zombies attackiert. So, aber gucken wir uns erstmal das Haus an. Also, wir haben auf jeden Fall wieder Tiefenschieferziegel, eine ganze Menge. Wir haben ein bisschen Akazien oder Mangrovenholz, Akazienholz glaube ich sogar. Ja, Akazienholz. Und wir haben unfassbar viel Glas. Das könnte halt auch einfach so eine Fabrik sein. Also, so von Glasanteil her. Oder halt einfach ein riesiges Bürogebäude oder sowas. Auf jeden Fall recht modern. Ja, genau. Und ich will nicht wissen, wie viel Eisen für die Ketten draufgegangen ist hier. Oder man hat die aus der Mine geholt. Abschießen kann man die nicht. Na, aber sieht auf jeden Fall schick aus. Also grundsätzlich mag ich diese Tiefschieferziegel und ich finde auch mit Akazienholz, also modernes Holz, weil das so eine schöne graue Textur hat, in Anführungszeichen, also die Stämme, kann man schon schicke Gebäude machen. Aber natürlich auch schon wieder echt groß, ne? Vielleicht sollte ich wirklich mal hier hochfliegen. Habe ich meine Leiter dabei? Ja, habe ich. Warte mal. Aber wir fliegen mal aufs Dach. Einmal Leiter anziehen und dann gucken wir uns das mal von oben an hier. So, harte Landung, aber gelandet sind wir. Ich finde halt auch krass, dass das hier so aufgeklappt ist. Also, wie so ein, klar, Dachfenster, so eine Art. Aber das sieht so krass. Also,
Das ist schon sehr mächtig. Du kannst halt einfach von deinem Haus hier oben dein komplettes anderes Dorf sehen. Mike. Einfach den Rest des Dorfs. Herr Rebell oder Herr Knormann, wie auch immer man sie nennen möchte. So. Aber was natürlich wirklich schade ist, dass hier praktisch kein Baum mehr steht, ne? Soll denn hier mal wieder Bäume gepflanzt werden oder soll das jetzt immer so bleiben? Dass hier kein Baum mehr steht zwischen dem Dorf hier. Soll das irgendwann mal ein Dorf werden? Wollt ihr so viele Häuser bauen, dass das miteinander verschmilzt? Ja, schick, schick auf jeden Fall. Da kommen noch mehr Häuser hin. Okay, also wird es irgendwann, wird die Ikarios-Stadt und deine Stadt irgendwann eine Stadt werden. Wow. Oh, das war eine gute Landung. Wie auch immer ich das gemacht habe. So, gut. Dann werden wir mal alles wieder umziehen hier. Sonst hätte ich jetzt fast Mike schon geschlagen hier. So. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, irgendwie schon. Also dunkel. Dunkel auf jeden Fall. Also, weiß ich nicht. Also, wie ich habe schon gesagt, wie so eine Fabrik oder was auch immer hier rein soll. Ich bin gespannt. Wäre schade, wenn es leer bleibt, ne? Also, ich bin ja mal dafür, dass man Sachen da noch einrichtet. Aber umso größer man baut, umso mehr muss man einrichten. Also, macht es natürlich nicht einfacher. Aber es ist auf jeden Fall groß. Ein Enderman war hier auf jeden Fall auch schon zu Besuch. Der hat den schönen Grasblock reingestellt. Guck mal. Der Enderman hat sogar schon das Haus eingerichtet. Der hat ja einfach einen Grasblock reingestellt als Einrichtung. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon gezeigt habe. Die Golems hier, das ist der Nether-Golem und der Sandstein-Golem hier. Der sozusagen als Torwächter das Dorf bewacht. So. Ja, schön. Ich bin gespannt, wenn dann hier eine Hochhaussiedlung hinkommt. Jetzt nochmal von Weitem das Ganze zu sehen, im Hellen. Ja, im Hellen sieht es gar nicht mehr ganz so bedrohlich aus. Immer noch dunkel, aber nicht mehr ganz so bedrohlich. Sagen wir mal so. Aber ja, sehr, sehr schick. Auf jeden Fall wieder sehr, sehr schick gebaut. Bin gespannt, was da reinkommt. Könnte, wie gesagt, eine Fabrik, Bürogebäude, vielleicht einfach ein paar Farmen hier reinstellen oder sowas. Keine Ahnung, ich kann es ja fast eine Eisenfarm reinbauen, weil das Ding einfach so riesig ist, dass hier locker eine Eisenfarm reinpasst. Keine Ahnung. Du hast auch mal so wenig Eisen, Mike. Vielleicht einfach eine Eisenfarm. Ach, jetzt weiß ich auch, warum du kein Eisen hattest und du das ganze Eisen nehmen musstest, weil du das hier für die Ketten brauchtest. Du brauchst das ganze Eisen hier für die Ketten, oder? Naja, und für die Lampen natürlich auch, aber für die Ketten vor allem. Ja, die sind halt super teuer. Übrigens auch eins der Gegenstände in Minecraft, die einfach viel zu teuer sind. Oh, hey Harald. Cheers. Hoffe, du hattest schöne Weihnachtstage und hast sie ein bisschen entspannt genießen können. Ja, gleichfalls, gleichfalls. Ja, auf jeden Fall. Ruhig und entspannt. Besinnlich, wie man so schön sagt, ne? So, okay, also vielen Dank, Mike, für deine Künste und deine Führung hier in dem Haus. Ich werde jetzt mal wieder an meiner Farm weiterbauen. Ich hoffe, du ebenfalls, Harald. Ich hoffe, dass du jetzt auch noch die Tage ein bisschen genießen kannst, nicht arbeiten musst oder sonstiges. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was dein normaler Tagesablauf so vorsieht. Aber ja. So, wir werden hier, glaube ich, irgendwie von einem Enderman verfolgt hier. Besser, Mike wird damit verfolgt gerade. Okay, der hat ihn jetzt einfach auch im Nether verfolgt. Mike hat das Spiel verlassen. Ah ja, herrlich. Sehr schön. Okay, ab zurück, würde ich sagen. Ah, guck mal, du hast diese Woche noch frei. Guck mal, ja, das ist doch schön. Guck mal, ich muss gerade arbeiten, wollte ich gerade sagen. Nein. Ja, Mike, Knormann, beziehungsweise, leck dich doch nicht mit den Endermen an.
Ah, die hören auch irgendwann auf. Die teleportieren sich dann weg. Die müssten dich eigentlich nicht verfolgen. Ja, das ist schön, dass du diese Woche noch frei hast. Dann musst du wahrscheinlich am 2. dann wieder arbeiten. Na, muss tatsächlich auch zwischen den Tagen ein bisschen arbeiten. Deswegen können wir heute auch nicht ganz so lange streamen. Also eine halbe Stunde wollte ich dann eigentlich auch schon Feierabend machen, wegen. Man muss ja dann auch wieder ein bisschen früher schlafen gehen. Deswegen werden wir die Blumenfarm wahrscheinlich heute gar nicht mehr schaffen. Wir werden jetzt noch den Ziegenstall zu Ende bauen. Und die Blumenfarm machen wir dann das nächste Mal. Ich werde dann aber schon mal alles soweit vorbereiten. Ja. Siehst du, dann machst du morgen länger. Ja, morgen ist auch schon wieder Donnerstag, ne? Ja, lohnt sich dann ja auf jeden Fall auch für dich dann länger zu machen, ne? Ja, genau. Nee, ich kann das leider nicht. Ich werde in einer halben Stunde dann nicht mehr streamen, weil das dann einfach zu lange sonst geht. Sonst verliert man sich hier dann wieder in tausendste und abertausendste Sachen, die man machen kann, könnte. Das führt dann nicht zum Ziel. So, ich glaube aber, dass die Stämme, die ich jetzt gerade geholt habe, gar nicht reichen. Ich werde jetzt einfach noch mehr holen. So, wir brauchen 33. Können ja mal rechnen. Wir brauchen 33 mal Kohle. Wir brauchen 99 Stöcke. Wie kriegen wir 99 Stöcke? Indem wir ganz viele Dings machen. Das sind auf jeden Fall. Das sind 98 Stöcke. Toll. Und dann brauchen wir auch 99 Stämme. Haben wir noch so viel Eichenholz? Ja. Gut. Okay, das sollte jetzt auf jeden Fall reichen für die restlichen Campfires, die wir hier brauchen. So, das sind sogar 35 und hier können wir jetzt die Stöcke verteilen. Ah, wunderbar. 33 Campfires. Wunderbar. Sehr schön. So, den Rest können wir tatsächlich wegpacken. Wir brauchen nämlich weder Eichenholz noch Stöcke. Ah, ich nehme die Stöcke mal mit. Man weiß ja nie. Aber das Eichenholz brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, den Monster Drop, den werden wir noch reinpacken. Ich muss irgendwann mal wieder meinen richtigen Helm anziehen. Ich habe die ganze Zeit noch die Goldhelme auf. So. Okay, so, Lagerfeuer haben wir. Bruchstein müssen wir nochmal mitnehmen, denn wir hatten zu wenig, um die Mauer da fertig zu machen. Und dann geht's weiter. Ja, dann legst du ja morgen wieder eine heiße Platte auf, würde ich schätzen. Da werden wir dann auf jeden Fall, also Kutsch und ich auf jeden Fall, denke ich mal, bestimmt nochmal reingucken morgen Abend. So. Die Steine machen wir, glaube ich, mal von innen. Ja, Start 22 Uhr ist doch schon mal okay. Da komme ich doch ein bisschen. Damit kann ich ein bisschen was anfangen. So, die Fichten können wir eigentlich auch schon mal reinlegen hier. Die Fichtenstämme. Das können wir uns schon mal mit reinholen. Dann viel Spaß dabei und viel Erfolg vor allem. Genau, das sollte passen. Ich habe tatsächlich zu wenig Stroh dabei, ne? Wir brauchen auch 33 Stroh. Schön. Ach ja, ich mag es, wenn man einfach viel zu wenig hat von allem. Ist jedes Mal am Rumrennen. So, die reichen auf jeden Fall, die Treppen. Das heißt, wir holen nochmal Stroh. Könnt natürlich einfach hier was von der Wiese ab. Oh, warte mal. Hier ist mal einfach nichts gepflanzt worden. Hab ich da was vergessen? Ja, ich muss hier eh nochmal irgendwann über die Wiese drüber. Das muss ich, weil ich da ja eh noch was hinsetzen will. Das werde ich dann übrigens auch offstream machen. Also die Idee mit den Strohballen finde ich, glaube ich, am sympathischsten. Ich werde da eine Vogelscheuche, glaube ich, reinsetzen. Der Vorschlag kam auch aus der Community und dann werde ich da, glaube ich, einfach ein paar Heuballen mit reinsetzen, die da schon zusammengemacht worden sind, dass so ein bisschen mehr Textur reinkommt in das Feld. Das sieht man einfach viel zu geradlinig aus da. So.
Jetzt aber. So, die Ziegen freuen sich bestimmt auch schon auf ihr neues Zuhause, hoffentlich. Wir müssen da noch die ganze Technik reinbauen. Die ganze Technik, die ja so kompliziert ist. So wahnsinnig schlimm ist das gar nicht. Und oben das Dach müssen wir auch natürlich auch noch machen. So, jetzt haben wir alles. Auf jeden Fall haben wir genug Stroh. Wir können jetzt. Ach, wir fangen erstmal hier unten an der Seite an. Genau, wir machen jetzt erstmal wieder. Wir brauchen diese Holzblöcke hier. Genau die. Da. Da haben wir schon. Ach, da haben wir den nur vergessen. Super. Okay. So, jetzt Stroh. Dann brauchen wir die Falltüren. So. Und dann können wir den Rest von hier oben machen. So, Lagerfeuer haben wir jetzt alle perfekt. Wir haben alles da, was wir brauchen, um das Dach. Zumindest bis auf den Giebel oben. Aber ansonsten komplett fertigzustellen. So, dann. Ach genau, da kommt der Querbalken rein, der erste. Den können wir auch schon mal reinziehen. Und den anderen haben wir schon mal gemacht. Das ist ja gut. Dann können wir jetzt auch hier unten schon mal den Querbalken ziehen. Und zwar war der. Jetzt muss ich überlegen, hier ist. Die sind die Rüstungsständer. Hier ist das, was hochgeht. Der lag hier drunter, ne? Ich glaube, hier war der. Genau, so dran war der. Hier war die, die hochgehen, und wenn die hochgehen und hier stehen, dann können die halt hier nicht rüberspringen. Genau. Perfekt. Wie ist denn das eigentlich, wenn man hier ganz, ganz kurz hochspringt, dann wird sich das doch theoretisch senken und dann hier rüber geht. Ja gut, das macht keinen. Die Ziege, die ist nicht so programmiert, dass sie da durchspielt. Das sollte eigentlich halten. In dem Beispiel war es zumindest so angepriesen, dass es das so funktionieren soll. Schauen wir mal. So, und das nächste Campfire. Dann könnt ihr hier wieder aus. Man könnte jetzt theoretisch auch Wasser drüber kippen. Funktioniert genauso gut, um die auszumachen. Ist nur halt deutlich aufwendiger. Und darf aber nicht vergessen, dass sich auch die Schaufel dadurch ein bisschen verbraucht, tatsächlich. Wenn man das macht. Also, wenn der Schaufel sozusagen das Feuer ausklopft. Geht aber, wie gesagt, auch mit Wasser. Theoretisch könnte ich jetzt auch einfach Wasser drüber laufen lassen, aber ist die, finde ich, nicht elegantere Lösung. So. Mache jetzt erstmal überall, wo diese Dinger dran sind, hier. Und dann haben wir es nämlich hier ein bisschen einfacher. Dann müssen wir nämlich nur noch die. Die Slabs draufsetzen. Nein. Runtergefallen. Es war klar, dass das irgendwann noch passiert. Schon wieder Nacht, ne? Einmal schnell schlafen gehen. So. Grundsätzlich auf jeden Fall. Zur nächstes Jahr. Dadurch bin ich vorhin stehen geblieben, bevor Mike kam. Wird Minecraft, wie gesagt, weiterkommen. Wir werden noch weiter Yuki-Content machen. Also so wie heute könnte ich mir noch weitere Abende vorstellen. Minecraft soll auch regelmäßig kommen. Ich werde bloß, weil jetzt wird jetzt, sage ich mal, das Projekt an sich ist auf jeden Fall noch da. Wir machen ja auch noch relativ viel. Aber ich muss auch mal ein bisschen was dafür vorbereiten und dann lohnt sich das auch länger zu streamen oder ein bisschen mehr was zu machen. Das heißt, einmal die Woche, denke ich mal, machen wir dann Minecraft. Ungefähr. Und regelmäßiger aufgenommen sollen dann eben. Wir haben ja, ich mache ja sonst immer drei Streams, also. Wir haben ja sonst immer Civ noch gestreamt und zweimal Minecraft. Das heißt, wenn ich jetzt einmal Minecraft streame die Woche, dann haben wir noch einen anderen Termin offen. Und den werden wir noch anders nutzen, auf jeden Fall. So, da kommen auf jeden Fall ein bis zwei neue Sachen dazu. Das wird sehr, sehr schön. Da freue ich mich auch ganz toll drauf. Da habe ich ja, wie gesagt, ein bisschen getestet. Leider nicht so ganz erfolgreich, wie ich mir das vorgestellt habe. Zumindest in Bezug auf Kingdom Come Deliverance. Das hatten wir ja schon mal, hatte ich ja schon mal versucht hier anzuspielen und dann habe ich festgestellt, dass ich massive Lags hatte. Ich habe jetzt auch den Grund oder die Ursache daraus gefunden.
Sowohl Prozessor als auch Grafikkarte werden massiv beansprucht bei dem Spiel. Und durch das zusätzliche Streaming, sprich das Encoden der Bilddatei, das macht die Grafikkarte mit oder der Prozessor, man kann das einstellen, habe ich halt noch mal eine zusätzliche Belastung drin und das kriegt die Grafikkarte einfach nicht hin. Also, ich habe keine schlechte Grafikkarte. Und bei anderen Spielen ist das absolut kein Problem. Nur bei dem Spiel anscheinend total. Auf jeden Fall, da ist das Problem da und deswegen hatte ich das letzte Mal so massive Lags. Ich will jetzt im Anschluss an den Stream nochmal einen kleinen Test machen, dass das nicht über die Grafikkarte läuft, sondern über den Prozessor. Und ob es dann immer noch laggt. Wenn das dann immer noch der Fall ist, ich habe das jetzt auf ein bisschen die Grafikerstellung ein bisschen angepasst und so weiter. Und sollte es dann aber immer noch so Lags geben, wovon ich jetzt erstmal fast ausgehe. Also ich hoffe es nicht. Dann muss ich nochmal schauen. Dann wird es wahrscheinlich nicht Kingdom Come Deliverance. Denn das Problem ist natürlich erstens, wenn ich dauerhaft Angst haben muss, dass es leckt, dann habt ihr keinen Spaß und ich vor allem keine Ruhe beim Spielen. Da gucke ich immer mit einem Auge auf den Stream und auf den OBS, wieder, ob das läuft und so weiter. Ich brauche übrigens noch eine Kette. Und da kommt das so hin. Wir haben übrigens einfach nur ganz normal Slabs oben drauf, das heißt nicht mal einen Balken. Wenn ich das dann, ihr habt dann auch keinen Spaß dran, wenn es leckt, und wenn ich das jetzt zu weit runterdrehe, das heißt die Grafikanforderung irgendwie auf, keine Ahnung, minimalste Anforderung mache, dann kann ich das vielleicht streamen, aber dann sieht das halt auch nicht besonders schön aus. Und gerade das Spiel, Kingdom Come Deliverance, lebt ja auch von der Schönheit oder der schön designten Landschaft einfach. Und das gibt mir dann einfach nicht das Spielerlebnis, was ich dann natürlich gerne haben wollen würde dafür. Und im Zweifel will ich dann halt einfach was anderes streamen. Ich habe mir aber schon Alternativen überlegt. Falls ihr in unserem Discord auch joinen wollt, gerne über die Info schaltet. Der Discord-Link funktioniert immer. Ansonsten auch mit Command. Ich glaube, der Command DC müsste eigentlich immer noch, also Ausrufezeichen DC in Chat, müsste immer noch funktionieren. Dann könnt ihr gerne mal dem Discord beitreten. Da habe ich auch schon mal was dazu geschrieben. Was ich gerne noch im Petto hätte, was ich gerne streamen würde. Die Sachen habe ich zumindest auch beide getestet und die liefen ohne Probleme, auch was die Belastung der Grafikkarte und so weiter angeht. Ich muss nochmal schauen. Hier sind ganze Blöcke drin, ne? Ganze Blöcke Hype-Stacks. Und diese beiden Sachen sollten auf jeden Fall funktionieren. Und auf die beiden Sachen hätte ich auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Lust. Und ich würde das halt auch machen. Erstens habe ich dann mehr Ruhe beim Stream, wenn ich das mache. Ich muss nicht die ganze Zeit nebenbei gucken, ob das alles läuft, weil klar, wenn Internet da ist, dann läuft das auch. Das ist ja sonst immer noch so ein Gefahrenherd, in Anführungszeichen. Ja, genau. Das ist einfach besser. Also ich meine, jeder, der vielleicht mal was gestreamt hat oder das kennt, als Zuschauer möchte man ja auch, erwartet man ja auch eine gewisse Stabilität und auch eine gewisse Qualität im ganzen Stream. Mal gucken, ob ich das eigentlich richtig gemacht habe hier. Und die sollen natürlich dann auch gegeben sein. Und bei den anderen beiden Spielen, die ich mir ausgesucht habe, hätte ich das auf jeden Fall. Und das sind auf jeden Fall auch absolute Kracher. Für mich zumindest. Und ich hoffe auch für euch. Der eine oder andere hat das wahrscheinlich auch schon gespielt, vielleicht sogar. Da freut euch auf jeden Fall drauf. Hier fehlt übrigens noch eine Slab. Die muss hier noch drauf. So, jetzt wird es kompliziert. Tatsächlich, das geht gar nicht so einfach. Ich muss jetzt einmal schauen. Ich glaube, hier. Oh, jetzt muss ich mir das doch nochmal angucken. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig gewesen. Hier war, glaube ich, auch nochmal ein ganzer Block dran. Ja. So, genau. Dann war hier eine Treppe. Ach ja, genau. Die ist jetzt aber einversetzt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier so einen Block dran setzen. Oh, falsche Sache. Dagegen dann die Stufe. Das abreißen. Dann kommt hier, glaube ich, der Slab dran. Ja, ich glaube, das war so. Ja, genau. Ich glaube, das ging sogar noch einen höher, aber ich sehe jetzt gerade, dass das eigentlich, so wie es jetzt aussieht, schon ganz nett aussieht. Ich würde es sogar schon fast lassen. Wir können doch mal schauen, ob das jetzt irgendwie
zu wenig ist, aber das ist doch schon eigentlich wikingermäßig genug, oder? Das sieht auf jeden Fall nicht ganz so übertrieben aus. Oder war das auch nur so raus? So, mal sehen. Habe ich das dann bei dem Testversion weiter rausgesetzt? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe das hier weiter rausgesetzt und da fand ich es irgendwie nicht so schön. Jetzt habe ich das. Ach, guck mal, dann habe ich tatsächlich hier weiter rausgesetzt. Aber so. Ja, aber so finde ich es fast ein bisschen übertrieben und lang. Und das fand ich ein bisschen dezenter, aber auch trotzdem irgendwie schick. Weil es halt auch höher war. Guck mal, ich habe hier ewig gebraucht, um das hier so hinzusetzen und habe mich eigentlich gefreut, dass ich das einigermaßen hinbekommen habe. Jetzt baue ich das einfach falsch auf. Also falsch nach Plan. Sieht aber am Endeffekt schöner aus als vorher. Und dafür habe ich nicht mal eine Minute gebraucht. Ah, so kann es halt auch mal gehen, ne? Sehr schön. Okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch eine Kette. Dann haben wir wenigstens alle Deko-Elemente. Also zwei von den Lampen und wir brauchen noch eine Laterne in der Mitte. Guck mal, wir hätten 9 Stück, perfekt. Und dann holen wir uns noch mal eine Metallkette. Hätten wir uns auch eine aus dem Haus von Mike mitnehmen können. Da gibt's genug, da hätte es genug gegeben. Und dann bauen wir noch mal die Technik ein. Und dann möchte ich auf jeden Fall noch mal unsere drei Ziegen rüberführen. Die Technik dauert nicht so lange, das geht relativ schnell. Ich würde natürlich gerne die ganzen Details jetzt schon mal gemacht haben. So, wo ist die? Ja, die Kette habe ich natürlich wieder nicht. Oh, da müsste ich eigentlich auch mal auf Vorrat machen. Die braucht man auch dauernd. Dauernd braucht man die Ketten. Die sind einfach so sauteuer. Also im Defekt braucht man halt wirklich einen Eisenbarren und zwei Klumpen. Das sind halt 11 Klumpen. Im Endeffekt, wenn man das hochrechnet, ist das eigentlich viel zu viel. Habe ich jetzt eigentlich noch Fichtenholz da genug? Ne, wir machen das sonst mit Schwarzeisenstämmen. Mit der Mauer. Das geht auch. Mit der Steinmauer. Den ganzen anderen Kram haben wir ja. So, wir packen das mal rein. Nehmen das jetzt noch mit. Und dann machen wir jetzt noch die Seelenlaternen. So, die Seelenlaternen sind natürlich wichtig. Unser Markenzeichen sozusagen. Zack, eine da und eine auf der Seite. Und dann machen wir die Kette noch. Ich weiß gar nicht, wo die Mitte war. Das Dach war ja 11 breit. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist die Mitte. Kette. Und na, Laterne. Okay, so, jetzt ist das Ding hier in der Mitte herausgeleuchtet. Laterne, Kette hängt, alles gut. Technik. Also, wir brauchen jetzt für die Technik. Brauchen wir jetzt die Trichter, wir brauchen unsere Doppelkiste, wir brauchen die Platten, wir brauchen Redstone, wir brauchen die Kolben. Wir brauchen die Rüstungsständer und wir brauchen die Teppiche. So. Aufgabe Nummer 1, wir bauen erstmal diese Vorrichtung mit den Trichtern. Dafür müssen wir hier ein Loch graben. Nein, das war zu tief. Und wir brauchen hier schon mal die Kiste auf der anderen Seite der Mauer. Und zwar hier. Wir können die nämlich tatsächlich hier eigentlich. Ah, das war falsch. Hier eigentlich schon hinstellen. Kommen wir an die Kiste eigentlich ran? Ja, oder? Aufmachen können wir sie auch. Perfekt. Wir können dann später noch irgendwelche Falltüren drüber legen oder irgendwas drüber machen, damit man das nicht so sieht. Aber letztendlich ist das das schon. Da sammeln wir die Hörner ein. So, Trichter da dran. Und die jetzt alle dahin führen. So, Trichter sind alle dran. Dann kommen jetzt die Teppiche drauf. Durch die Teppiche können Items ja fließen, das haben wir ja schon bei der XP-Farm festgestellt und das macht auch nichts, wenn die Rüstungsständer da drauf stehen. So, Rüstungsständer. Dann kommt jetzt hier auf diese Ebene kommen jetzt hier unsere Kolben und auf die Kolben kommen die. Und wir haben da übrigens einen Eimer Erde zu viel weggemacht.
Das möchte ich nicht so lassen. Das möchte ich gerne bitte wieder zuschließen. So, ach so, wir brauchen noch die. Ach so, wir gehen einmal schlafen. Ach, so. Ich weiß auch nicht, warum ich den Zaun immer zumache. Ist eigentlich totaler Quatsch. Ich glaube einfach die Macht der Gewohnheit. Man macht so viele Dinge bei Minecraft, die man eigentlich machen müsste. Und das meiste macht man wirklich aus Gewohnheit. So, wir haben die Kolben jetzt alle drin. Jetzt kommt das Holz drauf. Genau, das heißt. Einmal, was haben wir noch an Stämmen? Wir nehmen. Oh, wir haben sogar noch Fichtenstämme. Perfekt. Als ob es geplant ist. Das reicht sogar aus. So, die packen wir jetzt hier drauf. Dann müssen wir jetzt hier nochmal zwei Blöcke nach unten gehen. Und dann legen wir hier schon mal das Redstone hin. Das ist jetzt tatsächlich die einfachste Schaltung der Welt. Wir legen das hier einfach hin. Dann gehen hier einmal raus. Und wir müssen jetzt eigentlich nichts mehr machen, als hier das wieder zuzumachen. Wie gesagt, da läuft das Redstone drunter. Und das Ganze hier mit den Druckplatten zu bestätigen. So, folgendes. Die visieren an, laufen wir drauf und zack, stoßen sie ihre Hörner an den Fichtenstämmen ab. So, das ist soweit die Theorie. Ob das Ganze dann auch so umgesetzt wird, sehen wir dann, wenn die Tiere hier drin sind. Und das werden wir jetzt mal machen. Wir lassen also das Zauntor hier auf. Wir führen die, glaube ich, hinter der Farm lang und führen die dann hier durch das Tor durch. Das sollte eigentlich funktionieren. Eine Sache werde ich das nochmal machen. Ich habe zwar noch keine Blitzableiter drauf, aber ich werde zumindest auf dem Dach schon mal ein paar Fackeln positionieren, damit hier nichts spawnt. Das möchte ich mir nicht schon mal gemacht haben. Sollte eigentlich nichts passieren, das ist eigentlich hell genug, aber man weiß ja nicht. Blitzableiter, ja gut, müsste ich auch noch bauen. Die hole ich dann nochmal. Die nehme ich dann nochmal mit. So, dann holen wir uns jetzt mal ein bisschen Weizen. Die Blitzableiter können wir noch mitnehmen. Und dann holen wir mal unsere Ziegen und dann gucken wir mal, wenn die dagegen rammeln, in Anführungszeichen. Erstmal, ob die überhaupt ihre Hörner verlieren. Zweitens, wo die droppen und ob wir die dann per Hand einsammeln müssen oder von den Trichtern eingesammelt werden. Also wo die liegen bleiben. Wenn das nämlich der Fall ist, dass die nicht da hinten liegen bleiben und nicht von den Trichtern eingesaugt werden, dann ist das erstmal natürlich doof. Was aber noch viel döver ist, dass wir dann einmal den ganzen Bau umändern müssen. Da muss ich dann aber nochmal mit unserem Redstone-Experten Bertie Butterfinger sprechen. Der hat nämlich das letzte Mal auch schon die andere Idee gehabt. Also die Idee mit, dass die Trichter unter den Druckplatten sind. Da muss ich dann nochmal schauen. Gut, Weizen und Blitzableiter. Also irgendwie habe ich echt oft Gedächtnisverlust, wenn ich einfach nur vorangehe. So, Blitzableiter haben wir noch. Da nehme ich mal zwei mit. Und Weizen haben wir noch ganz viel. Ich habe ja, achso, im Vorfeld, bevor ich das hier gemacht habe, habe ich natürlich ganz viel abgeerntet. Also alles hier war abgeerntet, gepflanzt, damit ich auch genug Samen habe zum Pflanzen. So, Ziege, dann komm mal her. Ihr folgt mir jetzt alle drei, ne? Ah. Könnt ihr das auch irgendwie so hinkriegen, dass nur einer von euch folgt? Könnt ihr euch hier doch durchschieben? Ah, warte mal, ich baue hier einfach den Zaun noch ab hier. So, kommt mal her. Hallo. Okay, kommt mal mit. Oh Gott, ob wir die drei Ziegen jetzt alle da heil rüberkriegen, das wage ich jetzt zu bezweifeln, ne? So, kommt mal mit. Dürfen nur nicht so lange stehen bleiben eigentlich. Zwei wäre auch erstmal okay. Wenn wir jetzt zwei mitkriegen, dann holen wir die dritte nachher noch. Ich bin sau gespannt, ob das funktioniert. So, einen haben wir schon verloren. Die hat schon das Interesse verloren. Die hat schon gesagt, nee, ach, Weizen ist nicht so geil. Gib mir was anderes. Ich vermisse meine Berge im Schnee. Da war es viel cooler als hier. Das war wirklich ein Akt. Also, in Anführungszeichen, hierher zu kriegen mit dem Pulverschnee. Wer es damals gesehen hat, kann sich gerne erinnern. Ansonsten gerne bei YouTube nachschauen. Ich glaube, das ist in irgendeiner Entdeckungsfolge mit drauf, wo wir die Ziegen geholt haben. Ansonsten bin ich auch sehr froh, dass die jetzt ein bisschen weiter weg von meinem Haus sind, weil die sind sehr, sehr anstrengend von den Geräuschen.
alle, die schon mal gesehen haben oder gewasst haben, die Ziegen, das ist echt Wahnsinn. So, kriegen wir die hier rein? Ja, guck mal, wie an der Schnur gezogen, fast. Guck mal hier rein hier. So, Zaun zu. Zaun zu. Oh, ja, genau das habe ich jetzt verhindert. Die hat mich jetzt hier anvisiert. Ach, doofe Ziegen. So. Jetzt können wir die hier reinführen. Jetzt hoffe ich, dass ich den Zaun gebaut kriege, bevor die gleich wieder rausrennen. Nein, nicht wieder rausrennen. Ach, Mann. Ja, ach so, so gehen die übrigens ab, wenn die sich hier anvisieren. Okay, das klappt gut. So, das hat schon mal geklappt. Wie sehen die jetzt die Rüstungsstände an? Das würde mich mal interessieren. Klappt das denn jetzt? Es sollte eigentlich funktionieren. Natürlich, wenn die ganze Zeit auf den. Warum sind die ganze Zeit oben? Was ist da denn schiefgelaufen? Die sollen eigentlich nicht dauerhaft oben sein. Hä? Und was ist denn hier schiefgelaufen? Warte mal, ich bestelle mir jetzt mal, um das mal kurz zu reparieren. Irgendwas ist da falsch gelaufen. Habe ich hier noch Zäune? Ah, ich habe Bruchstein. Ich kann das erstmal zumachen. Okay, ihr seid gerade alle da, ne? Perfekt. So, was ist denn jetzt hier schiefgelaufen? Warum? Hä? Die müssen doch eigentlich. Ach so! Aber die. Nein, ich muss ja auch klebrige Kolben. Ich bin so doof. Natürlich. Ich habe natürlich die falschen Kolben genommen. Ja, gut, klar. Dann funktioniert es auch nicht. Okay. Ja, natürlich Fusch am Bau. Gebe ich zu. Gut. Das kann so natürlich nicht funktionieren. Weil wir brauchen natürlich klebrige Kolben. Kein Problem. Das kriegen wir hin. Werden hier einmal uns hier mal rausbauen. Super gut funktioniert, weil hier alles weg ist. Ja. Danke. Hi, Steffen und Tor. Schön, dass du da bist. Genau, klebrige Kolben ist das Problem. Richtig. Ja, wir lassen es mal kurz offen. Ich hole mal kurz Schleim raus. Brauchen wir aber nicht 16 Stück. Wir haben doch viel weniger Einsatz hier gehabt, ne? Das sind ja nur 7 Stück. 7 Stück. Ja, herzlich willkommen bei uns. Ich hoffe, du findest dich hier zurecht. So ganz kompliziert ist es nicht. Und hilfst weiter mit hilfreichen Tipps. Das Schöne ist, ich habe das ja, also, was weiß nicht, wie lange du schon dann eingeschaltet hast, Steffen, aber hier ist, ich habe das schon vorgebaut und da hat es funktioniert. Ich habe natürlich nicht darauf geachtet, dass ich da die klebrigen Kolben eingesetzt hatte. So. 7 Stück waren es, ne? Und ich habe natürlich nur 6 geholt. Sehr schön. Ich sagte ja, also irgendwie ist hier. Hier ist irgendwo so eine Schleuse, glaube ich. Also, wenn man ins Lager läuft, ist da so eine Schleusentür, wo man einfach komplett vergisst, was man wollte und welche Anzahl. Das ist so oft so. Ganz, ganz schlimm. Zehn Minuten bist du da, okay. Dann hast du dir das, dann hast du dir das, dann hast du dir das Drama also schon angeguckt, okay. Du hast es wahrscheinlich auch schon längst geschrieben. Ich habe das, ich war so vertieft in meiner Arbeit, dass ich da gar nicht auf den Chat geachtet habe. So, gut. Also,
Wir gehen dann hier auch wieder raus, bauen das dann hier zu Ende auf. Ich setze jetzt mal hier Klebrigkolben ein. Ah, guck mal, und dann. Ja, natürlich. Funktioniert es auch schon wieder. Guck mal, jetzt habe ich bloß eine Sache. Irgendwie fehlt mir ein Stamm. Wo ist denn mein. Ach, ah, warte mal. Ich weiß, wo der letzte fehlende Stamm ist. Der ist in der Kiste. Also die Trichterbahn funktioniert schon mal. Das kann man nicht anders sagen. Okay, gut. Dann habe ich dich nicht übersehen. Okay, gut. Das beruhigt mich. Gut, also, wir bauen natürlich alles wieder auf. Ich glaube, einen Zaun haben wir kaputt gemacht und wir haben ein bisschen was von der Mauer kaputt gemacht. Jetzt werden wir jetzt hier mal wieder einsetzen. So viel war es ja dann auch nicht. So, zack. Und dann setzen wir hier mal die Laterne wieder hin. Also jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ganze funktioniert. Ich bin immer noch am Bedenken, dass das wahrscheinlich nichts wird, weil die Trichter das nicht einsaugen werden. Also die Hörner werden nicht weit genug nach hinten fallen, dass die eingesaugt werden. Aber wir schauen mal. So, bevor mich jetzt gleich wieder angreift und attackiert. So, dann wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Na, die sind immer noch auf mich fokussiert, ne? Ich müsste wahrscheinlich erstmal weggehen. Also in meinem Test hat das funktioniert. Zumindest, dass sie dagegen gerannt sind. Jetzt ärgert mich das schon wieder, dass sie da nicht dagegen rennen. Guckt doch nicht auf mich. Guckt auf die Rüstungsständer. Die sind viel interessanter. Stoßt euch die Hörner ab. Oder müssen die Rüstungsständer wirklich auf dem Boot stehen? Ich meine, die stehen jetzt auf den Teppichen. Ist das jetzt ein Problem? Ah. Oder ist das ein Problem, dass die jetzt einfach sagen, ich bin viel interessanter als die? Das kann natürlich auch sein. Wenn ich jetzt komplett weggehe, gehen die dann dahin? Weil die laufen dann natürlich auch immer schön fröhlich lang auf die. Und auf die. Ja. Das werde ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen ausbauen müssen. Irgendwie läuft das noch nicht so richtig, wie ich das möchte, wie ich mir das gedacht habe. Achso, die Blitz. Die nicht funktionablen. Blitzableiter werde ich noch mal bauen müssen. Also, ich gehe fast davon aus, dass das grundsätzlich eigentlich. Und ich sag eigentlich. Naja, die rennen dann jetzt nämlich die ganze Zeit hin. Und dadurch ist halt dieser Blick unterbrochen. Das heißt, ich müsste eigentlich verhindern, dass die ständig auf diesen Druckplatten rumlaufen. Wenn da halt immer wieder irgendwelche von den. Von den Ziegen auf den Druckplatten rumlaufen, werden die, glaube ich, nie diese Rüstungsstände anvisieren. Muss die Fackel da übrigens nochmal wegnehmen. Das
Sehr unzufrieden. Also im Endeffekt soll dann alles da unten sein. Aber wahrscheinlich darf ich da nicht rumrennen. Also klar, jetzt rennen die da die ganze Zeit rum. Wie kann ich das verhindern? Die machen das. Ach so, die machen auch diesen Geistbock-Move ja nur irgendwie aller so und so viele Minuten, glaube ich auch, ne? Jetzt haben die das ja vorhin schon irgendwie auf mich getriggert. Vielleicht ist das jetzt auch gerade der Punkt, warum die es nicht machen. Die machen das ja auch nur aller. Ich weiß nicht, wie viele Minuten die das machen. Mal abwarten. Vielleicht übernehme ich da nochmal so ein, zwei Korrekturen dafür. Im Endeffekt ist das jetzt erstmal die ganze Geschichte. In der Theorie schön umgesetzt, in der Praxis hoffe ich, dass es noch irgendwie funktioniert. Immer wenn die dieses Schreigeräusch haben, wollen die ja irgendwie sich boxen. Im Moment wollen die das aber nur mit mir. Ich muss also hier weg. Und dann müsste ich mal einfach mal schauen. So, jetzt hatten die wieder dieses Kampfgeräusch. So, war das jetzt das Geräusch, dass sie sich da irgendwo gegengestoßen haben? Nee, ne? Nee. Wir würden das übrigens auch sehen, dass die, wenn die, die können das, glaube ich, zweimal machen, dann verlieren die sozusagen beide Hörner. Das heißt, wenn die das einmal machen, müssten die dann auch nur mit einem Horn rumrennen. Gut, ich werde das auf jeden Fall nochmal auf Stream beobachten, wie das Ganze hier funktioniert. Und dann werde ich auch nochmal berichten. Genau, das heißt, ich probiere es nochmal, also ich werde es nochmal gucken, ob das genau so funktioniert oder ob wir es nochmal umbauen müssen. Damit werde ich mich nochmal befassen. In der Theorie an sich alles gut, aber so funktioniert es natürlich nicht. Also, wenn ich da jetzt stehe und vor allem, wenn die sich die ganze Zeit auf mich triggern. Und das Blöde ist halt wirklich, dass die da dauernd, also die müssen halt irgendwie ein Ziel, da muss so und so viele Sekunden stehen bleiben. Und dann müssen die darauf fokussiert sein. Das ist auch nicht ganz einfach. Ich habe da ein bisschen was gelesen. Genau, schauen wir einfach mal. Was wir auf jeden Fall gemacht haben, wir haben das Häuschen gebaut. Und jetzt können wir das hier tatsächlich auch auf der Karte sehen. Das ist nicht schön. Wir haben ein weiteres Gebäude auf unserer Map. So, wir müssen die andere Karte auch nochmal aktualisieren. Genau, da stehen jetzt noch die Baukisten und so weiter. Die kommen dann ja weg. Und genau, dann machen wir noch die ganze Dekoration drumherum. Also ein weiteres Häuschen ist dazugekommen. Jetzt im Gesamtvergleich mit den anderen Häusern finde ich das von der Größe auch völlig okay als Ziegenstall. Also hier ist mein Wohnhaus. Wie gesagt, dieses Ding kommt jetzt noch weg. Das mache ich auch auf Stream. Und dann bauen wir da, wie gesagt, die Blumenfarm hin. Und ja, mit den Ziegen müssen wir mal schauen. Wenn das gerendert wird, müssten die ja auch dann ihre Attacken machen. Die Frage ist halt, spawnen die hier in diese Trichter rein? Verlieren die ihre Hörner? Nee. Die haben die noch beide. Also das klappt so nicht. Schade. Da muss ich das mal gucken. Also das werde ich mir dann nochmal zu Gemüte führen. An sich, der Stall ist aber schön geworden. Der passt sich dem Rest des Dorfes schön an. Das sieht auf jeden Fall alles sehr wikingermäßig aus, so wie es sein soll. Handelsposten ist auch fertig. Wie gesagt, Lager ist fertig. Das sieht alles immer sehr schick aus. Wohnhaus ist fertig. Den Rest bauen wir dann hier weiter. Ich bereite dann ein bisschen was für die Blumenfarm vor. Und dann würde ich sagen, ist es dann für Minecraft heute auch gewesen. So, für alle, die jetzt abschalten wollen, es passiert jetzt auch nicht mehr viel. Ich werde jetzt noch eine Sache machen. Nach dem Stream. Ich werde jetzt den Stream noch weiter anlassen, aber werde etwas testen. Nebenbei. Auf jeden Fall sage ich an dieser Stelle schon mal einen herzlichen Dank an alle,
die zugeschaut haben, die kommentiert haben. Ich habe ja Mike nochmal gezeigt. Vielen hoffe, das hat ein bisschen weitergeholfen. Wir haben ein bisschen was im Dorf umgesetzt. Auch nochmal vielen Dank für die Zuschauer, die vorher beim Yu-Gi-Oh! Pack Opening dabei waren. Das war auf jeden Fall cool. Das hat super viel Spaß gemacht. Und ja, dann gibt es vielleicht nochmal am, jetzt muss ich überlegen, morgen ist am Freitag, gibt es vielleicht nochmal einen Stream. Das allerdings sehr spontan. Wir wollen jetzt ja, das haben Koji und ich entschieden, jetzt noch kein neues Programm anfangen im alten Jahr. Das wollen wir dann ein bisschen schöner ankündigen, dann natürlich auch im Streamplan und so weiter. Das wird dann ab Januar dann der Fall sein, ab der ersten Kalenderwoche sozusagen. Und dann starten wir mit unseren neuen Projekten und Streams. Und ja, bis dahin werden wir also nochmal vielleicht was Kurzfristiges machen, was Spontanes, was irgendwie so zwischendrin halt gut passt. Vielleicht morgen oder übermorgen. Haltet auf jeden Fall die Ohren und Augen offen, falls wir live gehen oder so. Dann schaltet gerne wieder ein und seid gerne mit dabei. Minecraft gibt es natürlich, wie gesagt, weiter. Wir haben noch einiges vor und zu bauen. Das wird auf jeden Fall im neuen Jahr auch noch weitergehen. Ich werde immer ein bisschen was vorbereiten und dann werden wir was machen. Vielleicht eine Expedition, vielleicht was bauen. Setzt die. Ja, das habe ich auch überlegt. Danke, Steffen. Aber die sinken dann ein. Also, wenn ich jetzt. Ich zeige das mal kurz auf meiner Testwelt. Das ist einfacher. Wenn ich jetzt hier die Teppiche wegmache, also hier habe ich das Ganze ja schon mal vorgebaut. Wenn ich jetzt die Teppiche hier wegmache, ich bekomme jetzt meine eigenen Fallen nicht, so, dann sinken die hier so ein. Und ich dachte so, das kann auch irgendwie nicht sein, dass das richtig ist, oder? Deswegen habe ich die Teppiche eigentlich hingesetzt. Also, wenn das alles nicht funktioniert, muss ich mir was komplett anderes überlegen. Also, andere Idee wäre jetzt noch, das hat noch jemand aus der Community gesagt, ich könnte die Trichter einfach unter die Druckplatten setzen, dass die Hörner da abgefahren und hier ganz normal Blöcke mit den Dings setzen. Also, den Trichter hier, dann müsste ich die Redstone-Leitung davor legen, das könnte ich dann ein bisschen umbasteln, das würde auch funktionieren. Ist ein bisschen komplizierter, aber geht auch. Das wäre dann Variante 2. Die hatte ich schon vorher angekündigt als Option. Wenn das nicht funktioniert, schauen wir mal. Genau. Auf jeden Fall. Steffen, du bist natürlich auch herzlich eingeladen, wieder mit einzuschalten. Wenn du sehen willst, ob ich noch erfolgreich bin mit meinem Projekt des Ziegenstalls, dann lass doch gerne ein Follow da. Wir würden uns freuen. Ansonsten, ja, wünsche ich allen, wie gesagt, noch einen schönen Restabend. Es geht jetzt gleich noch ein bisschen weiter im Stream, allerdings nicht mehr mit Minecraft. Ich will jetzt gleich noch mal was bisschen testen. Wie gesagt, ich teste es mal wegen Kingdom Come Deliverance, wegen den Prozessor-Encoding, Grafikgedöns da noch mal ein bisschen. Sollte das nämlich jetzt nicht laufen und es wieder rumhakeln, dann werde ich Kingdom Come Deliverance wohl nicht streamen können und dann müssen wir es beiseite legen. Dann hat das keinen Zweck. Auf jeden Fall an dieser Stelle jetzt erstmal Minecraft. Ende und vielen Dank fürs Zuschauen und dann werde ich das nächste Mal hier nochmal umsetzen und werde ich dann berichten, wie wir es bauen und ob es passt oder nicht. Ob die da sich dann die Hörner abstoßen oder nicht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für alle, die dabei waren. So. Dann werde ich jetzt erstmal, glaube ich, einmal vom Server gehen. Ich bin jetzt noch ein bisschen da, wie gesagt. So. Ich muss jetzt mal OBS mal aufmachen. Jetzt müsste ich mal was bisschen in die Einstellung umbasteln. Nebenbei müsste ich jetzt hier einmal Kingdom Come Deliverance einmal, genau, dass das auf jeden Fall gezeigt wird. Und dann starte ich das einmal, beziehungsweise ich mache das erstmal, ändere das erstmal in den Einstellungen um. Ah, das kann ich jetzt natürlich nicht umstellen, weil der Stream gerade läuft, ne?
Ja, okay. Das heißt, ich werde an dieser Stelle den Stream jetzt nochmal unterbrechen und das dann nochmal, ich werde den Stream dafür nochmal anmachen, aber wie gesagt, ne, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend, Restabend. Wie gesagt, bleibt gerne dran, schaltet gerne wieder ein. Wir werden auch weiterhin coole Sachen machen. Vielen Dank nochmal für den heutigen Tag. Ihr habt ja heute wirklich volles Programm gehabt. Von erst Koji, dann mich heute Abend. Für alle, die jetzt die ganze Zeit dabei gewesen sind. War cool mit euch. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und schönen Abend. Ciao. Nee, Koji, du kannst nicht helfen. Alles gut. Du brauchst nicht helfen, Koji, weil ich kann das nicht während des Streams, ich kann dieses Encodieren-Dings da nicht umstellen. Das muss ich ja in meinen OBS-Einstellungen machen. Alles gut. Dann muss ich aber den Stream einmal unterbrechen. Deswegen an dieser Stelle. Ciao.